Wir sind live. Ja. Und ich sehe Bilder und damit viel Spaß, Leute. Bis dann. Ciao. Ja, hallo Leute. Wir sind live. Es geht los im Randoktober mit dem ersten Run. Und zwar einem Illusion of Gaia Randomizer Race zwischen dem guten Fives und dem Wildrin, dem dritten. Mit mir hierbei ist der gute Turbo 16-Bit, der hier sozusagen für den fachlichen Commentary sorgen wird. Und das wird Leitungszeichen. Wow! Ja! Wow! Ich kümmere mich um den Chat. Falls ihr Fragen habt, stellt sie im Chat. Ich werde sie dann kommentieren. Und ja, dann übergebe ich an den guten Turbo. Turbo 8-Bit, ja genau, Turbo 8-Bit. Kommentiert ja. Heute zum ersten Mal, also dementsprechend seid nett zu ihm, den brauchen wir nochmal. Ja, alles boah. Gut. Okay, dann Runner, ihr zählt für euch runter? Oder? Wir zählen dann runter, ich habe jetzt gerade nochmal gehört, den Game-Sound noch ein bisschen leiser machen, ich passe das mal kurz an. Die Intro-Musik ist allerdings ein wenig lauter als der Game-Sound dann, deswegen... Ja, bei Dragon Ball Spielmusik ein bisschen runter. Den Sound müssten wir von Fives hören. Jo. Ja, also den Sound hören wir auch vom linken Screen von Fives. Und ja, dann macht euch ready und sobald ihr ready seid, zählt ihr runter. Oder zählst du runter? Das System zählt runter. Aber wenn der Sound so fasst, dann würde ich jetzt sagen, lasse ich euch zweimal alleine und wir legen dann in einer Minute oder so los. Ja. Alles klar. Bis später. Viel Glück. Dankeschön. So, Turbo, dann kannst du ja mal ein bisschen was erzählen, was wir jetzt hier sehen werden für einen Run. Ja, klar. Also, für alle die das Spiel in Deutschland auch schon gespielt haben, ihr kennt das wahrscheinlich eher unter dem Namen Illusion of Time. So ist es bei uns in Deutschland erschienen. Im Englischen Illusion of Gaia und wir gucken uns heute ein Race an zwischen Z und Wilden und der Randomizer wurde gemacht von Don't Bagumi. Das ist ein total cooler, cleverer Typ, der sich da eine ganze Menge ausgedacht hat, wie man das Spiel randomisen kann. Denn wer es schon gespielt hat, weiß, es ist ein sehr, sehr lineares Spiel. Da fragt man sich natürlich, okay, wie machen wir das denn jetzt kreativ? So, und jetzt geht das Race auch schon los. Alles klar, also die das Spiel schon kennen, sehen natürlich, die beiden sind jetzt gerade im Tower von Babel gestartet. Das ist eigentlich einer der letzten Orte. Die beiden haben sich nämlich entschieden, sie würden gerne ein Race machen mit einem zufälligen Startort und wollen... Wow, jetzt geht's aber gleich richtig los. Und wollen nicht, so wie das Spiel im Original startet, in Watamia starten, in South Cape starten. Das Interessante ist, wer schon mal einen Randomizer gespielt hat, weiß, in der Regel funktioniert es ja so, du hast Items öffnen dir immer Möglichkeiten, zum Beispiel bei A Link to the Past, wenn man den Hookshot findet, dann kann man halt an andere Orte gehen, als wenn man ihn nicht hat. Dadurch, dass das Spiel so linear ist, musste natürlich Bagu das Spiel so ein bisschen aufbrechen und was er sich gedacht hat, ist, er hat halt die ganzen Story-Items, die hat er genommen, hat denen allen eine bestimmte Funktion zugewiesen und dadurch das Spiel aufgemacht. Das heißt, das Spiel ist mehr oder weniger zu einem Open-World-Spiel geworden, dadurch, dass jedes Item, was man sonst aus der Story kennt, einem Zugang zu bestimmten Orten gibt. Das heißt, zum Beispiel kennt ihr, falls ihr das Spiel gespielt habt, sicherlich die Memory-Melody, die man im Spiel irgendwann bekommt und mit der man die Erinnerungen im Hauptspiel von einigen Charakteren wiederherstellen kann. Und Bagu hat sich gedacht, wir nehmen die Memory Melody und wir spielen die Neil vor und auf einmal erinnert er sich, wie er sein Flugzeug fliegt und schon haben wir eine Verbindung zwischen Neils Haus, Euro, Dao, Babel. Oder dann auch The Will, also das Vermächtnis, was man bekommt, wenn man im Spiel dem Gambling Addict da hilft, da wo gerade Wilden in Watamia ist, da kriegt man dann halt Zugang zu Euro und Watamia und so weiter. Das heißt, was die Jungs hier jetzt gleich machen, ist, sie werden erstmal versuchen, das Spiel so weit wie möglich aufzumachen.
in der Hinsicht, dass sie viele Item-Locations absuchen. Nach Items, die ihnen möglichst viel Orte eröffnen. Und das Besondere an diesem Randomizer ist, dass wir ja nicht nur Items haben, sondern wir haben ja auch die verschiedenen Transformationen. Das heißt, ihr seht jetzt gerade, dass Will spielt, also Will gespielt wird, ne? Das ist ja der Hauptcharakter des Spiels, der Junge. Und für die, die das Spiel schon kennen, ne, der kann sich ja auch verwandeln, zum Beispiel in Freedan oder in Shadow. Und Freedan und Will haben ja bestimmte Fähigkeiten, die sie auch verwenden können, um an Orte zu kommen. Und diese Fähigkeiten sind auch versteckt auf der ganzen Welt. Das heißt, wir suchen nicht nur Item-Locations ab, sondern wir suchen auch die sogenannten Dark Spaces ab. Gucken, wo finden wir eigentlich die Fähigkeiten, die wir brauchen, um irgendwie in dem Spiel voranzukommen. Eine der wichtigsten Fähigkeiten ist der Spin Dash von Will. Der macht natürlich fast alle Rampen zugänglich. Im Randomizer ist er ganz besonders hilfreich, weil er teilweise unverwundbar macht, was den Zugang zu bestimmten Bereichen erleichtert. Denn das Spiel ist ja im Original durch dieses Lineare so schwer. Ja, wenn man ohne die ganzen Power-Upgrades da ans Ende des Spiels geht, wird man einfach sofort zerfetzt. Und das ist das, was wir gerade hier sehen. Wir sind jetzt beide gerade in der Great Wall of China und die sterben die ganze Zeit. Und das ist herrlich anzusehen. Ich finde es großartig. Weil sie nämlich in der Mitte des Spiels sind mit den Defense- und Angriffswerten vom Anfang des Spiels. Das ist auf jeden Fall für uns ZuschauerInnen eine ganz, ganz tolle Sache, wie die sich da gerade abrackern, versuchen irgendwelche Items aus dieser Great Wall zu ziehen, um da schnell wieder rauszukommen, weil es ist einfach wirklich schwer, gerade für die dort zu überleben. Wir sehen auch gerade, dass beide ihr erstes Item haben. Ja. Weiden hat eine Fähigkeit. Mhm. Und der gute Fives hat eine Melodie. Genau, also sie hat tatsächlich die Memory Melody schon gefunden und beide haben einen Crystal Ball gefunden. Die Memory Melody, hatte ich ja vorhin schon am Anfang gesagt, wird dazu genutzt, um Neil beizubringen, wie er sein Flugzeug fliegen kann. Das Problem ist, sie haben beide gerade noch keinen Zugang zu Neil. Das heißt, sie können es jetzt noch nicht nutzen. Mhm. Wilden hingegen mit dem Spin Dash, das ist schon ein richtig, richtig guter Fund. Damit kann man eine ganze Menge Sachen machen. Ja, und falls ihr euch fragt, okay, aber wie gewinnt man dann jetzt das Spiel? Es ist so, dass die beiden Runner sich dafür entschieden haben, 3 Statuen zu sammeln. Das heißt, es gibt ja von den 6 Bossen im Spiel jeweils eine Statue und man braucht alle 6 im Original, um am Ende gegen Dark Gaia zu kämpfen. Hier im Randomizer kann man sich das aussuchen und die haben sich entschieden für 3 Statuen, das heißt, sie müssen 3 Bosse besiegen. Welche Bosse das sind, wissen sie noch nicht. Das erfahren sie tatsächlich vom Lehrer in der Schule, dazu müssen sie aber auch erstmal nach South Cape. Und jetzt hat auch sie den Spin Dash gefunden. Spätestens jetzt wird es interessant, was er damit macht. Weil ich vermute mal, dass sie jetzt das auch nehmen wird, um in der Wall of China ein bisschen voranzukommen. Weil da sind ja einige Rampen, die jetzt erst zugänglich sind. Dadurch. Ja, ansonsten haben sie sich ebenfalls entschieden, Chaos Logic zu spielen. Chaos Logic bedeutet, dass das Spiel wirklich sehr, sehr weit vom Original abweicht. Ja? Also im Originalspiel findet man tatsächlich in diesen Dark Spaces, in den Städten, maximal eine Will-Ability, wenn man jetzt zum Beispiel an Ittery Village denkt. Oder man findet in Dungeons die Freedan-Abilities. Chaos Logic dreht alles um. In Chaos Logic ist alles möglich. Und das ist ganz besonders interessant, weil es auch dazu kommen kann, dass die beiden in Dungeon reingehen und da einfach nicht weiterkommen. Ja, weil halt dieser Dungeon dann nicht gelöst werden kann für diesen einen Seed. Wer glaubst du, ich meine, wir sind jetzt knapp 7 Minuten drin, kann man schon sagen, dass irgendeiner von beiden vorne liegt? Na, also wenn man jetzt nur nach den Items geht, dann liegt sie schon vorne. Und das lässt sich auch
tatsächlich ganz gut im Gameplay erkennen. Also, sie und Wilden sind sowas wie beste Feinde. Also, die machen so oft Raise, es ist unglaublich. Die machen das wirklich gerne gegeneinander und da haben sich auch zwei gefunden, die da immer Spaß haben. Ja. Und Wilden ist einer, wenn der ein Hindernis sieht und er denkt, er könnte es schaffen, der bleibt dran. Und das probiert er auch gerade. Man sieht es, er rackert immer noch in der Great Wall rum, wohingegen sie schon ein paar andere Orte sich angeguckt hat und deswegen einfach schon mehr Items hat. Also aus meiner Sicht ist er aktuell sie vorne, einfach weil er halt auch schon das deutsche Wort fällt mir gerade nicht ein für The Will. wie bitte? Wille? Ja, na so die Erburkunde halt gefunden hat, quasi, also, ja. Ach das den, ja, ja. Stimmt, das eine Item. Ja, ja, genau. Er hat ja zwei gefunden, er hat ja sogar eine Melody schon. Ja. Also könnte man sagen, er liegt vorne, aber das kann Wilden noch aufholen. Auf jeden Fall, also in dem Spiel kann man relativ lange Sachen aufholen, weil sobald das Spiel ein bisschen geöffnet ist, ja, Testament, danke Hero, ja. Sobald das Spiel nämlich ein bisschen geöffnet ist, gibt es so viele Orte, die man überprüfen kann. Und da kommt es dann auch so ein bisschen auf Luck an, ob man da jetzt gerade an den richtigen Ort gegangen ist. Beide aber auf jeden Fall sehr stark daran interessiert, hier irgendwie in der Great Wall sich... Ich glaube, jetzt hat Wilden aufgegeben. Ja, ich auch. Ja. Und jetzt holt er sich auf jeden Fall auch noch die Sachen, die sie schon gefunden hat, in Angel Village. So, da sie ja noch nicht wissen, ob sie den Dungeon überhaupt besiegen müssen, hat jetzt auch noch keiner probiert, da auf Teufel komm raus zum Boss zu gehen, mal abgesehen davon, dass dafür noch eine Ability fehlt. Dafür brauchen sie nämlich von Freedan noch was. Und sie geht jetzt nach Euro. Und in Euro haben wir ganz, ganz viele Item-Locations und einen Darkspace. Mal gucken, was er jetzt findet. Okay, der Darkspace ist leer. Das wird ihn jetzt nicht besonders freuen. Und das bedeutet, dass jetzt irgendwo in Euro muss jetzt irgendwo ein Item sein, was weitere Türen öffnet. Also in irgendeiner der Truhen. Genau, also die Items. Oder der versteckten Kisten oder das Fass oder keine Ahnung. Genau, also jetzt gibt es erstmal zwei Items hier in der Warteschlange. Die Warteschlange im Originalspiel geht, glaube ich, 10 Minuten und Bagu war so freundlich und hat das abgekürzt. Weil man kann auch wirklich erst reingehen ins Haus, wenn man dran ist. So, jetzt haben wir zwei Items. Magic Dust und Herb. Okay, Magic Dust ist ein total spannendes Item eigentlich. Bringt ihm jetzt erstmal nichts. Warte mal, brauchte man das nicht für das Bild? Genau, richtig. Das heißt, toll. Das heißt, wenn er Kara jetzt findet, kann er sie gleich befreien. Genau, wenn er Kara findet, ja. Kara ist nämlich auch versteckt. Also die ist ja normalerweise immer am gleichen Ort in Angel Village, in diesem Tunnel. Aber nicht im Randomizer, da ist sie halt tatsächlich an mehreren Orten, kann an mehreren Orten am Ende von so Mini-Dungeons sein. Und das ist schon mal praktisch, dass er das schon mal hat. Weil es ist tatsächlich ärgerlich, wenn man Kara findet und dann einfach The Magic Dust noch nicht hat. Ja, den Dust nicht hat. Das habe ich in mehreren seiner Runs schon gesehen, dass er dann fast verzweifelt ist und gesagt hat, Scheiße, wo ist mein Dust? Ja. Ja, dann hat er jetzt gerade einen Apple gefunden. Das ist ganz cool, wenn man den Apple in Euro findet. Im Originalspiel läuft das ja so ab, dass man einen Apple mitbringt und dann tatsächlich dieser einen Dame hier oben gibt. Und dafür kriegt man dann einen Red Jewel. Und hier ist es aber halt eine Item-Location. Und wieder her. Und das Blöde ist, stell dir vor, du findest den Apple in South Cape und musst dann zurücklaufen nach Euro, um diesen blöden Apple einzutauschen. Und, Das ist der typische Patch-Quest. Wenn du Patch-Quest hast, willst du gerne einen kurzen Weg und nicht über die halbe Karte laufen. Ja. So, jetzt hat sie noch einen Tipp bekommen, nämlich da stand, Mount Cress hat Mushroom Drops. Kann ich mir vorstellen, wo er jetzt hingeht. Nee, er geht tatsächlich nach Angkor Wat, weil hier ist noch ein Check, den er auf jeden Fall sowieso immer machen kann. Und weil er schon Spin Dash hat, kann er sogar noch ein bisschen weiter in dem Dungeon voranschreiten. Ich persönlich, ich habe immer Angst vor Angkor Wat. Ja, ich bin halt auch nicht so ein guter Spieler wie sie. Oh, und da hat er gleich einen Mushroom Drop. Gleich, war es die erste Kiste? Ja, das ist natürlich interessant. Jetzt weiß er, ein Mushroom Drop ist auch schon da, wo er die Mushroom Drops braucht.
Und einen hat er schon. Mhm. Also, ne? Ja, Hiro schreibt hier gerade, Mini-Dungeons sind die ohne Boss-Gegner, also Edward's Prison, Diamond Mine, Angel Village, Mount Crest und Anchorvet. Ja, genau. Hm, Anchorvet hat keinen Boss. Nee, hat nicht. Ja. Fand ich auch tatsächlich, als ich das Spiel früher als Kind gespielt habe, total verwirrend. Ich dachte, am Ende kommt ein Mega-Boss, weil Anchorvet ist so lang. Also da bleibt man auch ewig drin, ne? Ah, und Wilden hat jetzt auch den Mushroom Drop in Anchorvet. Ja. Hat eigentlich ungefähr, ja, also er hat jetzt die gleichen Items, ist jetzt im Endeffekt ihm ein bisschen hinterher, aber ich glaube, er nimmt jetzt fast eine ähnliche Route. Ja. So, was hat da Fives noch für ein Item? Rechts neben dem, neben dem Dust? Das ja. Das ist wie so eine Wasserflasche. Genau, das ist die sogenannte Statue of Hope und die braucht man in Mu, um das Wasserlevel abzusenken, weil Mu ist doch geflutet teilweise und man braucht zwei Statues, um Mu komplett zugänglich zu machen. Ja. Man braucht recht häufig irgendwie zwei Statuen in dem Spiel. Ja, also gerade auch, wenn man jetzt an Sky Garden denkt, wo man ja vier von diesen blauen Balls finden muss, haben sie ja jetzt schon zwei, also Crystal Balls heißen die. Ihr seht die nur so als so blaue Kugeln dort. Haben sie ja schon einen, vier brauchen sie, um den Boss zu besiegen. Also für uns als Zuschauer ist es eigentlich total cool, dass die gerade in so harte Locations reingehen müssen, so früh im Spiel. Weil hier kann so ein... Ich nenne es mal jetzt so einen kleinen Vorteil, den sich sie erarbeitet hat. Der kann hier ratzfatz zerfallen, wenn man stirbt. Und die beide sind noch so schwach, also Wild den hat auch schon wieder gut aufgeholt. Und wenn sie einmal sterben würde, dann ist es schon, dann sind sie schon wieder auf gleicher Ebene. Oh, jetzt hat er gerade überlegt, ob er einen Herb nimmt, glaube ich. Ah, der hat schon Angst. Ja, er weiß wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob er drüben raufguckt. Aber wenn er drauf drückt, denkt er sich wahrscheinlich, oh scheiße, wenn ich jetzt sterbe, dann ist er vorne. Na, sie ist ein sehr ehrlicher Spieler, also ich glaube nicht, dass er heimlich den Stream von Wilden guckt, aber die haben so viel zusammengespielt, die kennen sich so gut, der weiß ganz genau, dass Wilden auch gerade hier ist. Ja. Weil er ja auch die Möglichkeiten kennt. Also es war jetzt auch nicht viel, was jetzt so, wo jetzt die Routen irgendwie sich hätten aufteilen können. Also viel weiter nach links und rechts hätte man gar nicht gehen können. Deswegen sind sie auch... Oh, Wilden gestorben. Oh, das ist jetzt schade. Also jetzt ist er nach hinten gefallen. Außer sie stirbt jetzt auch. Ja. Einfach mal, weil er nett ist. Aber sie ist auch wirklich gut, muss man mal ehrlich sagen. Nochmal Mushroom Drops. Okay, jetzt ist natürlich Mount Crest komplett offen. Jetzt hat er einen dritten, oder? Mhm. Also man braucht drei Mushroom Drops, um Mount Crest komplett zu erkunden. Und man braucht Spin Dash. Das heißt, sie haben eigentlich alles, was sie brauchen, um diesen Mini-Dungeon mal abzuschließen. Aber, oh Gott, also wenn ich diesen Seed gerade spielen würde, mich würde es total aufregen. Ich finde, Mount Crest ist so schwer, wenn man nicht so ein richtig guter Spieler ist. Hier sind so viele Fallen, man stirbt ja einfach die ganze Zeit als Amateur. Aber Wilden, dem fehlt halt jetzt noch ein. Genau. Job. Den wird er auch gleich finden, er ist auch gerade auf dem Weg dahin. So, was wir jetzt in Mount Crest noch finden können, ist noch ein Dark Space, wo halt dann glücklicherweise noch eine Ability drin sein könnte. Optimal wäre es, wenn sie jetzt eine Reden-Ability finden würden, wie zum Beispiel Dark Friar. Das wäre der Hammer. Aber das wäre dann ganz schön einfach. Ja, Hiro sagt gerade, die Route ist bisher nur einseitig bisher. Also ist das eigentlich randomized? Ja, es ist tatsächlich randomized. Und man kann auch mal Glück haben am Anfang, dass man halt viele Dinge, die man braucht, gleich findet. Aber man kann halt auch tierisches Pech haben, dass man eine Stunde nach dem letzten Item sucht, was man ganz dringend braucht. Ich glaube, der Hiro hat diese Frage ganz bewusst sehr ironisch gestellt. Der ist nämlich ein Experte, der sich hier versteckt. Wir können ja den Moment mal kurz nutzen, um auch ein bisschen über den Speedrun des Spiels zu sprechen. Der Speedrun ist ja natürlich, wie bei jedem Spiel, ist das ja irgendwie so, ne? Der Rando wird entwickelt und auf einmal finden die Leute Glitches ohne Ende. Und auch hier haben wir sowas erlebt. Tatsächlich hat Hiro einen
ganz besonderen Glitch gefunden, der das Spiel komplett verändert hat. Also der hat nämlich den Aura Barrier Wrong Warp gefunden. Ganz interessant, wenn man in Mount Cress an einer bestimmten Position die Aura Barrier benutzt von Freedan, was früher im Speedrun die nutzloseste Ability aller Zeiten war, kann man sich zum Ende des Spiels teleportieren. Herzlichen Glückwunsch, Shiro, du hast das Spiel kaputt gemacht und bist hier im Chat. Also er hat den Any% kaputt gemacht. Ja, Hero hat alles kaputt gemacht. Aber die ganze Community hat sich gefreut. Raus aus dem Chat. Ja. Kein Spaß. Nein, es war wirklich ein ganz toller Fund und hat das Spiel nochmal richtig dolle belebt. Also man merkt auch zur Zeit, dass wieder viel, viel mehr Speedruns gemacht werden. Gerade weil jetzt hier sind ja eine Menge deutsche Viewer auch am Start. Ihr kennt bestimmt auch die Struggler, von denen zurzeit gerade zwei auch Illusion of Gaia wieder aufgenommen haben. Hulk spielt es gerade wieder, der ursprüngliche World Record Holder. Solar Cell spielt es gerade. Also es ist wirklich wieder, es ist viel unterwegs gerade. Der Speedrun lebt sehr. Es ist eigentlich ganz toll, wie der Randomizer auch das Spiel so belebt hat. Es ist ja eigentlich immer so, dass solche Funde, also wenn man irgendwas Neues findet, was zum Beispiel nicht nur Randomizer, auch halt zum Beispiel die Kategorien ändert, irgendein neuer Glitch, irgendeine neue Sache, das belebt die Community wieder, weil dann immer alle ankommen und sagen, boah, das will ich jetzt ausprobieren. Ja, das stimmt. Und das hat auch ganz lange gedauert, bis dieser Glitch richtig verstanden wurde. Da hat Mr. Freed, so heißt er ebenfalls, jemand aus England hat da rausgefunden, wie man anhand der Position des Charakters unterschiedliche Dinge aus dem Spielspeicher quasi aufruft. Und so war quasi nicht nur ein Warp gefunden zum Ende des Spiels, sondern zu fast allen Räumen des Spiels. Das heißt, es wurde nicht nur eine Kategorie geöffnet, es wurden mehrere Kategorien sehr verändert. So, bisher ja so ein bisschen ernüchternd. Ja, die finde ich wirklich hier. Ich habe einige Jewels gesehen. Ja, aber eigentlich finde ich es ja schön, ne? Wenn die jetzt, also wir haben die Dark Spaces ja gesehen und da war kein Dark Friar dabei. Das ist cool für uns, weil es das bedeutet, dass sie noch ein bisschen spielen müssen. Ansonsten wäre es jetzt gleich einfach. Weißt du, was mir gerade auffällt? Nee. Guck dir mal die Auflösung an. Die spielen in zwei unterschiedlichen Auflösungen. Oh, wirklich? Ist denn das? Ja, das. Der eine hat stretched und der andere hat so horizontal. Also wir haben gerade was Cooles gesehen. Sie hat tatsächlich den Moo Palace Key gefunden. Der ist sehr wichtig. Der öffnet eine wichtige Tür. Und Kara. Und hat auch gleich das Dust gehabt. Also das ist jetzt schon perfekt eigentlich. Oh, ja. Ja, aber tatsächlich. Also dann wissen wir halt, Kara ist hier. Das heißt, Vedin, also Vedin muss hier bleiben, damit der Kara. Der muss da durch. Damit der Kara holt. Ja. Ich hoffe jetzt nicht, er kommt auf die Idee, dann rauszugehen und muss dann wieder zurück, um Kara zu holen. Ja. Mal gucken. Mal gucken, wie es weitergeht. Was jetzt sie auf jeden Fall macht, der wird jetzt zu Angel Village gehen, weil von Angel Village aus kann er mit diesem Moo Palace Key in Moo rein. Und er hat ja auch schon eine Statue of Hope. Und er hat Spin Dash, was ganz praktisch ist, weil Moo ist auch echt ein hartes Pflaster. Mhm. Aber nochmal zu den Auflösungen. Also wirklich, wie oft ich mit denen schon darüber gesprochen habe. Weil, also ich gucke ja auch wirklich oft die Streams von den beiden. Und das ist, ich bin da auch richtig empfindlich, ne? Also. Nee, aber weißt du, das fällt mir die ganze Zeit auf. Weißt du, du hast alles abgesprochen und auf Platz machen sie einfach. Will Ability. Ah, okay. Es ist der Dash. Gut. Also, wenn jetzt da Slider gewesen wäre, dann das wäre ein absoluter Jackpot gewesen für sie, weil in Moo kann man mit Slider ganz, ganz viele Abkürzungen nehmen. Zum Glück war es nur Psycho Dash. Psycho Dash ist eigentlich fast die uncoolste der Abilities. Wenn man sie zuerst findet, macht sie ein bisschen was auf, aber sobald man erstmal Spin Dash hat, ist Psycho Dash irgendwie so. Wirst du gar nicht. Ja. Ja, oder? Benutzt du dann ja gar nicht mehr, du benutzt ja dann immer Spin Dash, weil Spin Dash ist eigentlich besser. Ja. Hiro schreibt da gerade was zu diesem Warp. Wir haben so clevere Leute in der Community. Ja. Mu oder Mü? natürlich Mew auf Englisch. Auf Deutsch ist es Mu ohne Ü.
Auch den. Das wievielte Pokémon war Mew? 150. Ah ne, halt 51. Ja, oh, das war peinlich. Jetzt kriege ich bestimmt gleich Ärger von meinen Freunden. Mew. Kann man ja nachgucken. So, wenn ich das richtig sehe, dann hat auch Wilden sein Ziel erreicht. Aber Moment, er hat eins nicht. Na. Siehst du das bei den Alten? Warum hat er denn den Palace Key nicht? Hä? Das verstehe ich nicht. Ja, er hat den. Moment, hat man den Palace Key vielleicht. Der war doch neben Kara. Hat er Kara befreit? Ich sehe es gerade aus dem Tracker heraus nicht. Ich glaube, der hat Kara nicht befreit. Oh, dann hat er abgebrochen. Oh. Dann ist der. Oh Gott, da. Nee, doch, er hat Kara befreit. Das sieht man unten. Ja, aber. Jetzt wird der Palace Key angezeigt. Ah, okay, dann war der Tracker einfach nur. Okay. Ich wollte schon sagen, hat er Kara befreit? Das wäre super komisch gewesen. Naja. Nee, dann funktioniert der Tracker noch nicht. Okay. Okay, dann, was glaubst du, macht er jetzt? Macht er jetzt dasselbe? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist einfach der cleverste Weg, das jetzt zu machen. Das, was sie uns hier gerade präsentiert, ist eigentlich schon fast ein Bilderbuch-Race. Also, bis auf ein paar Execution-Fehler konnte man, glaube ich, hier keine Entscheidung besser treffen. Naja, sie machen ja im Endeffekt, also, sie haben bisher den gleichen Weg. Ja. Also, das nur dass halt Fives ein bisschen irgendwie effektiver bisher ist, weil er halt weiter vorne ist. Ja. Aber Wilden ist immer auf den Fersen. Ich habe natürlich das absolute Insider-Wissen und weiß, dass beide sehr lange Arbeitstage hatten. Ja, das habe ich auch gehört, weswegen wir ja mit der Zeit nach hinten gegangen sind. Ja, und ich weiß auch, dass sie eigentlich nicht nur anstrengender Arbeitstag heute hinter sich hat, sondern eine ganz anstrengende Woche. Normalerweise findet ihr den fast jeden Tag streamend, Rando spielend, aber der war jetzt irgendwie 3-4 Tage gar nicht da, so viel Arbeit gehabt. Der war auf Dienstreise, habe ich gehört. Und ich dachte tatsächlich, dass der jetzt erschöpft ist und dass der jetzt schlechter spielt. Nee, im Moment habe ich das Gefühl, dass er von Wilden gerade. Ja. Weil er hat meines Gefühls nach viel mehr ungewollte Tode. Ja. Ist ja drinne gehabt, also war. Er ist vielleicht der Erschöpftere von den beiden. Der zeigt es noch nicht so. Ja. Ganz interessant auch, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, die beiden haben sich entschlossen, Boss-Shuffle zu spielen. Ja. Das heißt, normalerweise hat man ja immer an den Orten die gleichen Bosse, aber Bagu hat auch einen Boss-Shuffle und einen Entrance-Shuffle und einen Animizer programmiert. Also ist wirklich ein ganz, ganz genialer Programmierer, der sehr viel Liebe auch in dieses ganze Spiel gesteckt hat. Ja, den Entrance und den Boss Shuffle, da müsst ihr euch noch an den Marathon erinnern, da haben wir den nämlich gehabt. Ja, und also heute haben wir nur einen Boss Shuffle. Mhm. So, dafür hatten wir aber einige andere Sachen nicht, die hier in dem Randomizer schon gespielt werden. Ja. Also falls ihr das gerade gesehen habt, ne, dass in den Wänden manchmal so kleine schwarze Schlitze sind, das sind diese Orte, wo man mit dem Psycho Slider quasi eine Abkürzung nehmen könnte. Und wow, sie übertreibt völlig mit den Mechanics. Wow, das erzähle ich gleich. Und diese Abkürzungen wären halt total toll zu haben, aber sie haben sie beide noch nicht. Oh, jetzt haben wir eine Freedom Ability, das ist spannend. Oh. Und hier kommt gerade die Frage, ob das Apogaia oder gar Dark Gaia ist. Dark Gaia. Apogaia, so viel also Spannendes zu erzählen. Der hier gespielt wird. Also. Ja. Also wir spielen heute Dark Gaia. Ich habe mir schon gedacht, dass es Dark Friar ist. Jetzt müssen wir ja erstmal hier alles von oben nach unten abgehen. Also was zwischendurch sie da gemacht hat, ist ein Pause-Buffering, ja. Er hat sich quasi, indem er immer Pause drückt und dann eine Attacke, so ein bisschen durch den Gegner durchgeglitscht. Das ist schneller, als den Gegner zu besiegen. Ah. Da macht er es gerade wieder. Und Dragon ist nicht so erfreut. Er findet das lame. Dass wir den einfacheren Boss nehmen und nicht den mit den Beeple-Wands. Oh Gott, ey. So vier Farben? Ich habe noch nie Apogaia besiegt. Ja, also für die, die es nicht wissen, Apogaia ist, sagen wir es mal so, der Randomizer-Entwickler? Also tatsächlich waren Teile des Codes im Spiel versteckt. Also nicht versteckt, sondern halt so ein bisschen halt drin, aber. Unfertiger Code. Genau, es war nicht fertig, ja.
Ja, aber wer hat den Apogeier entwickelt? War es der von dem Randomizer oder hat er ihn nur mit reingenommen? Also das, ich glaube, den Code fertiggestellt. Hero weiß es vielleicht besser. Ich glaube, es war Apokalisme. Oder war das der, der den Tracker gemacht hat? Hero aber ist war jetzt nicht der Randomizer-Entwickler. Der hat jetzt nicht Apogeier entwickelt. Der hat ihn einfach nur mit reingenommen. Genau. Ah, Raven hat's gemacht. Raven hat's gemacht. Ja, dann können wir Raven dafür danken, dass es in Illusion of Gaia einen härteren Endboss gibt. Aber was für einen? Ja, leider werden wir den hier nicht sehen. Wir hatten den aber beim Marathon gesehen. Ja. So, was wir jetzt haben, ne? Vorhin, als sie beide in der Great Wall of China waren, hatte ich ja gesagt, sie bräuchten eigentlich Dark Friar, um weiterzumachen. Weil da ja ein Gegner ist, den kann man nur auf die Entfernung besiegen und wenn der stirbt, dann öffnet sich durch eine Explosion so eine Tür. Jetzt haben die das. Das heißt, jetzt ist die Frage gerade, macht Wild denn einen totalen, wahnsinnsverrückten Move und geht sofort zur Great Wall zurück oder macht er das gleiche wie sie? Und versucht, den Dungeon noch zu beenden, weil hier gibt es noch was zu holen. Oh, und sie stirbt. Sterben? Nee, das war... Also, okay, das war keine Absicht. Rein, das sieht nicht nach Absicht aus. Nee, und das ist auch ein richtig blöder Ort, um zu sterben, denn er war sehr weit weg. Oh. Und solange man noch nicht alle Statuen hat und den Slider noch nicht hat, braucht man richtig... Ja, aber zum Glück ist Wilden auch gestorben, also... Ja. Ja. Ja, das ist Wahnsinn. Also aber jetzt, jetzt sind sie wieder sehr nah beieinander. Das macht richtig viel aus. Einmal sterben ist so viel Zeit verloren. Ja. Gerade in Mew. Also der Weg in Mew einmal rundherum ist so lang. Und vor allen Dingen, die haben ja nicht so viel HP. Ja, die sind immer noch ziemlich schwach. Also die besten Upgrades kriegt man halt dadurch, dass man Bosse besiegt. Weil, okay, wenn man keine Bosse besiegt. Genau, ja. Es ist tatsächlich auch im Vanilla-Game so, dass wenn man einen Boss besiegt, kriegt man alle Power, HP und Death-Upgrades, die es in dieser Region zu finden gäbe. Und das macht man sich im Randomizer natürlich zunutze, ja. Anstatt alle. Normalerweise kriegt man ja Power-Upgrades dadurch, dass man in einem Gebiet alle Monster tötet. Mhm. Aber das kostet einfach viel zu viel Zeit. Das kann man sich nicht leisten in einem Race und deswegen versucht man dann halt eher schnell den Boss zu besiegen auf Teufel komm raus, um ein paar Upgrades zu haben. Ja, Hero, das kannst du, sag das mal den RPG-Leuten. Ja. Die dann irgendwelche Endbosse, die du eigentlich mit Level 70 killen sollst, dann mit Level 10 töten. Ja. Also, ja, das sind dann die richtigen Hardcore-Cracks. Ich bin komplett andersrum. Also ich bin so ein Typ, ich liebe ja Overgrind. Ich habe mich letztens, vor ein paar Monaten total blamiert vor der Community, weil ich Halofia 2 gespielt habe und ich war so überlevelt. du bist dann gestorben? Nee, ich habe mich einfach nur dadurch blamiert, dass die gesagt haben, Turbo, warum spielst du dieses Spiel so lang? Beende es doch bitte. Du bist doch schon stark genug, aber ich bin noch nicht Max-Level. Ja, ich weiß. Das hatte ich mal bei Magic Knight Grey Earth, da habe ich irgendwie 40 Stunden gegrindet, nur um von Level 37 auf Level 99 zu kommen. Also ich habe wirklich das höchste Level erreicht. Ja. Und dann am Ende bin ich irgendwie zum Final Boss gegangen, habe zweimal zugehauen, der war tot. Ja. Und der hat mir nur Schaden gemacht. Ich dachte mir nur irgendwie, ich glaube, ich war overpowered. So, sie ist am Ende, Wildin ist am Ende, jetzt sehen sie beide im letzten Dark Space, den sie scheinbar wirklich beide ganz dringend sehen wollten, weil Chaos Logic, da kann alles drin sein. Und die geht in die Great Wall. Genau. Das wird was... okay, Wildin geht einen anderen Weg. Oder er hat vergessen, dass der Shortcut aktuell zur Great Wall geht. Moment, denn aber er ist noch mal ein Mu. Ja, er ist gestorben und geht jetzt erstmal zu Angel Village und raus. Geht er jetzt zu Fuß dahin? Wenn er zu Fuß dahin geht, hat er es wirklich vergessen. Also in dem Spiel ist es ja so, wenn du das Spiel startest als Randomized-Version, dann kannst du dich in dem Dark Space immer dahin teleportieren, wo der Rando angefangen hat. Er hat hier beim Shop gerade was gekauft. Aha, er hat Red Jewels abgegeben und sich Large Roast geholt. Mit dem Large Roast kann er jetzt den Weg nach Dao aufmachen und zur Pyramide gehen. Okay, das heißt, sie gehen jetzt beide tatsächlich unterschiedliche Wege. Ja. Das ist insofern... Ja, während Zeus sozusagen die Red Wall macht, macht er jetzt Wild in die Pyramide. Das ist interessant, weil die wissen ja noch nicht, welche Bosse sie besiegen müssen. Das heißt, auch wenn sie jetzt... den Boss macht, kann es sein, dass es eine Zeitverschwendung ist.
weil sie beide noch nicht wissen, welche Statuen sie brauchen. Ja. So, und da haben wir gerade, sie ist, will die Upgrades von der Wall haben. Ja, genau. Oh, was haben wir da gefunden? Den Teapot. Okay, für Wilden ist das Spiel fast komplett offen bald. Und den Stone of Purity, mit dem man im Sea Palace noch einen Check aufmachen kann. Okay, mal gucken, welcher Boss gleich kommt. Wir haben ja Boss-Shuffle. Das Witzige ist, man kann in der Great Wall zum Boss nur als Will. Andere Gebiete, wie zum Beispiel Mew oder die Inca Ruins, ja, da kann man halt auch als Freedan zum Boss gehen. Das geht in der Great Wall nicht. Das heißt, wenn jetzt sie hier einen richtig knackigen Boss gleich erwischt und den als Will machen muss, dann kommt das, was Jack gerade sagt, kann kacke werden. Kann richtig kacke werden. Ja. Je nachdem, welcher Boss kommt. Was wäre denn so der ungünstigste Boss? Also man will sich raufbeschwören, aber... Also ich würde sagen, Vampires wären schon richtig, richtig übel. Hero meint gerade, Mummy Queen wäre nicht möglich im Boss-Shuffle. Ich bin nicht komplett vertraut mit den genauen Regeln. Wenn Mummy Queen möglich ist, wäre Mummy Queen das Schlimmste gleich mit Vampires. Also es wäre beides die Hölle. Die Frage müssen wir uns aufschreiben. Die können wir dann mal so stellen. Ja. Ob es ist die zweite Mummy Queen. Ja, wissen wir nicht. Also. Ja. Also, er hat es auch nicht gemacht. Er ist tatsächlich gerade weggegangen. Er hat nicht den Boss probiert. Okay. Wahrscheinlich, weil ihm klar ist, was ihn erwarten könnte. Das heißt, er geht jetzt den gleichen Weg wie Wilden. Und hat er überhaupt irgendwelche Items von da gekohlt? Nee, er hat noch einen Darkspace überprüft und da war nichts drin. Ja, das heißt, das war eine, also, ne, ich will jetzt nicht sagen Zeitverschwendung, aber... Bisher, also es hat ihm erstmal nicht viel gebracht. Ja. So, dann haben wir noch gesehen, dass ein Darkspace in... War das in Watamir gerade, der noch irgendwo eine Freedom-Ability hatte? Nee, in Dao. Und... Blessed Ability hat Wilden gar nicht aufgesammelt. Also er hat halt gesehen, es könnte entweder Aura Barrier sein oder Earthquaker. Und auch sie hebt es nicht auf. Bei Wilden sehe ich jetzt gerade, er hat so einen Ring. Ja, er hat den Ring gefunden, mit dem kann man in Babel Tower einen Schritt weiter gehen. Und jetzt geht er doch zur Great Wall. Aha, das jetzt bin ich verwirrt. Also jetzt macht er das, was Wilden, was sie am Anfang gemacht hat? Ja. Also er überprüft jetzt auch noch den Darkspace. Was wir gerade erfahren haben übrigens, ist, dass Killer Six Lolas Letter hat. So, wofür braucht man Lolas Brief? Lolas Letter, Brief, immer dieses Hin und Her, ist insofern wichtig, weil von Lolas Letter lernt man Morse Code und dadurch kann man zwischen South Cape, Diamond Coast, Watamir reisen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Item, um die Welt komplett aufzumachen. Ja, aber hier in dem Run ist das völlig überflüssig, weil wir können die Welt anders bereisen. Durch die Story-Items, die ja uns die Warp-Fähigkeit geben. Zu den Dungeons. Wir kommen halt so auf der ganzen Welt zurecht. Eigentlich ist doch damit Morse Code überflüssig. Nee. Also ja, es gibt mehrere Wege, zwischen den Kontinenten zu reisen, aber Morse Code ist insofern gut, weil es bidirektional ist. Also du kannst damit hin und her. Hm. Wenn man das einmal hat, kann man halt von Watamir aus nach South Cape und da haben sie noch keine Möglichkeit hinzukommen gerade. Ah, okay. Wenn das jetzt... Sie könnten eine kriegen, wenn sie das passende Item dazu kriegen. Ja, wenn das jetzt die einzige Möglichkeit bleibt, um nach South Cape zu kommen und die müssen in diesem jetzigen Zustand Killer Six machen. Das wär so lustig. Ja, Killer Six, was ist denn Killer Six? Ist das ein Boss? Entschuldigung, natürlich, das ist so ein bisschen Speedrun-Lingu. Killer Six sind in der Pyramide, gibt es so
Räume. Und am Ende der Räume sind fast immer Items. Und ein Item wird bewacht von den sogenannten Killer Six. Das sind 6 von diesen kleinen blauen Kügelchen, die mit Lasern schießen. Die machen so unglaublich viel Schaden, dass man an denen vorbei muss, möglichst ohne zu sterben. Und daran sterben einfach Speedruns und Rando-Runs. Ja, und das ist ein Fest. Ich weiß, Hiro, gute Frage. Naja, ich bin halt der Noob. Manchmal stellt der Noob halt auch mal richtig die Noob-Fragen. Wenn ihr Fachwort kommen. Ja. So, also. Ich bin super gespannt, ob die da jetzt hin müssen. Und Zeus, wo ist der jetzt gerade? Der ist gerade im Seaside Palace. Und die, ich habe ja vorhin erzählt, dass sie den sogenannten Purification Stone gefunden haben. Und in Vanilla befreit man damit ja im Seaside Palace alle Einwohner, die ja so kleine Monster sind. Und dann werden die wieder zum Menschen. Und was Bagu hier eingebaut hat, ist, dass ein zusätzlicher NPC dort auftaucht und ein Item gibt. Das ist eigentlich gar nicht so cool, das zu machen, weil das ist eine ganze Menge Laufweg für ein Item. Aber sie versuchen wirklich gerade beide auf Teufel komm raus, nicht zu den Killer Six zu gehen und nicht zum Boss. Die haben Angst. Aura. Das ist sehr geil. Was jetzt gerade passiert ist, ich hatte ja vorhin erzählt, die spielen Early Firebird. Für alle, die das Spiel kennen, am Ende des Spiels verwandelt man sich ja in Shadow und dann verschmilzt man mit Kara und auf einmal kann Shadow Feuervögel aus seinen Händen schießen. Ach so, und die braucht man dann, um den Final Boss zu killen. Genau, und in dem Randomizer kann man Early Firebird haben. Und Early Firebird bedeutet, dass du, sobald du dich in Shadow verwandelst und den Ring hast und Kara befreist, kannst du diese Technik nutzen. Und das haben die jetzt beide. Ja, Moment. Also fast beide. Wilden hat's noch nicht. Ja, so. Und das ist auch so ein bisschen das, worauf die jetzt beide gerade, glaube ich, gehofft haben. Ja. Denn ich behaupte, sie wird jetzt doch zur Pyramide gehen. Denn wenn man Shadow ist und Early Firebird hat, dann sind die Killer Six definitiv besiegbar in dem Zustand. Mhm. Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Das wird er jetzt wahrscheinlich probieren. Jetzt ist nur die Frage, macht er alle Räume oder geht er einfach sofort in Raum 3, holt sich die Killer Six ab und weg. Ja, sagt, kein Bock mehr, das ist mir scheißegal. Ja, ne, also weil dann hätte er nämlich Zugang zu South Cape. In South Cape ist der Lehrer und der Lehrer sagt uns, welche Bosse wir töten müssen. Achso, welche Statuen sozusagen? Genau. So, jetzt macht sie hier einen kleinen Glitch. Normalerweise taucht ja die Statue dort rechts auf für Shadow, erst wenn man die Aura benutzt hat und dann wieder reingeht. Ja, das Witzige ist, es ist tatsächlich so, wenn man das Item benutzt, ist die Statue schon da, sie ist nur nicht sichtbar. Und da sehen wir es auch schon, sie hat gerade einen Schuss abgefeuert vom Firebird. Es sieht auch total cool aus, finde ich. Und droppt erstmal schön. Oh, noch eine Statue of Hope. Okay, er geht nicht sofort zu Killer Six. Mal gucken, was passiert. Also, es ist zwar jetzt machbar geworden, aber es ist immer noch nicht leicht. Was wir jetzt immer noch ein Risiko. Genau, also was wir jetzt hier sehen werden, ist, dass sie wird jetzt probieren, möglichst viel Schaden zu vermeiden, indem er zum Beispiel Unverwundbarkeitsframes nutzt. Das heißt, wenn man zuschlägt, ist man kurz unverwundbar. Wenn man sich zu diesem kleinen Wasserblub da auf dem Boden macht, ist man unverwundbar. Und sie wird jetzt alle möglichen Tricks und Kniffe ausreizen, um so unversehrt wie möglich anzukommen am Ende des Dungeons. Und Wilden ist direkt hinter ihm. Red Jewel, was für ein frustrierender Fund. Und Wilden macht jetzt, versucht im Endeffekt genau dasselbe jetzt wahrscheinlich zu machen. Ja. Dragon Tear, aber gerne doch. Dragon Tear hat gerade angesprochen, Aura Glitch. Ja. Also der Aura Glitch ist jetzt gar nicht so was Großes, Kompliziertes. Tatsächlich, wenn man angreift und danach sofort auf Aura drückt, also diesen so zu so einem Blob wird, dann wird diese Attacke dauerhaft geschrieben.
heißt, man macht einfach dauerhaft Schaden und ist gleichzeitig unverwundbar. Und wenn man dann clever auf einem Gegner landet, kann man dadurch sehr, sehr viel Schaden machen und selbst keinen Schaden kassieren. Damit könnte man so Bosse wie Vampires zum Beispiel, also wirklich so einfach plätten, wie gar kein Ding. Das wird jetzt hier auch oft benutzt. Das heißt, immer wenn die so zuschlagen und dann auf einmal flüssig werden, dann haben sie den sogenannten Aura-Glitch benutzt. Oh, sie hat schon einmal Schaden genommen. Eieiei. Wie Hiro sagt, ja, die machen richtig Aua. Aber wirklich. Also, ich glaube, in deren jetzigen Zustand zwei Schläge und es ist vorbei. Wenn man das jetzt mal casual betrachtet, an welcher Stelle ist denn die Pyramide casual? Also wie viel, sagen wir es mal so, HP hat man denn so, wenn man da so regulär reingehen würde? Also wenn man jetzt da mal oben links bei denen auf die HP-Bar guckt, dann seht ihr ja so 5 Kügelchen. Die Kügelchen gehen bis nach rechts durch und dann kommt eine zweite Leiste. Das heißt, man kann insgesamt... Aua! Das hat gesessen. Man kann insgesamt 20 dieser Kügelchen haben. Wenn man die Pyramide normalerweise betritt, hat man schon so um die 15. Oh. Ja. Also ich sag mal, das Wort unterlevelt wäre jetzt ein bisschen untertrieben. Genau, also die sind einfach Kanonenfutter aktuell für die Pyramide. Ja. Also zwei Schuss und nach dem Motto, sie sind tot. Ja. So, sie bewegt sich jetzt auf das benannte Killer 6-Problem zu. Und das sind dann 6 dieser Kügelchen, die er im Moment immer platt macht? Genau. Das Problem ist, die schießen alle gleichzeitig. Also man kann da kaum ausweichen. Und es ist auch eng. Es ist in so einem 2 Teilen breiten Tunnel, wie er jetzt gerade ist. Jetzt kommt's. Oh Gott, er hat Angst. Ich sehe es. Ich habe auch Angst. Nur vom Hingucken. Wo ist deine Cam? Ich will die Schweißperlen sehen. Und rein da. Oh, er hat's geschafft. Das war stark. Sehr gut. Was kriegt er dafür? Das werden wir gleich mal sehen. Achso, natürlich, Lolas Letter. Das haben wir ja schon erfahren. Das ist jetzt hier drin. Okay, also wenn er jetzt hier ein Jewel bekommen hätte, ich glaube, dann wäre er ausgeflippt. Oh ja. Aber jetzt hat er Lolas Letter, der wird jetzt höchstwahrscheinlich Richtung Kontinent 1 gehen. Kontinent 1 ist da, wo das Spiel in Vanilla startet. Da sind eine ganze Menge leichte Dungeons und Mini-Dungeons. Jetzt macht er hier noch den einen oder anderen Check fertig und dann wird er, glaube ich, auch abziehen. Der müsste jetzt auch bald da sein bei den Killer 6 oder war er da schon? Nee, der bewegt sich da gerade drauf zu. Oh, dann müssen wir einfach mal bei ihm gucken, wie er es macht. Ich hoffe jetzt nicht, dass er dabei stirbt, weil das wäre... Das wäre hart. Wäre er dann ganz am Anfang der Pyramide? Ja. Und das nicht nur ganz am Anfang, sondern auch noch als Will. Oh. Das heißt, man verliert Zeit durch den Weg und man verliert... Oh. Oh Gott. Er hat resettet. Er hat tatsächlich resettet. Er hat zwischendurch gespeichert. Es ist jetzt für ihn schneller, einfach zu resetten und von vorne zu starten. Er hat wahrscheinlich irgendwo in der Pyramide gespeichert. Genau. Weil ansonsten startet er jetzt als Will woanders und muss quasi da wieder hinlaufen und sich noch verwandeln. Oh, das... Wenn es ein Nothing ist. Ja, es schmerzt, wenn es ein Nothing ist. Mhm. Das stimmt. Okay, also... Ich würde mal sagen, strategisch ist der nächste Schritt rausfinden, welche Dungeons brauchen wir. Das heißt irgendwie Kontinent 1. Den Lehrer fragen. Und dann versuchen, so schnell wie möglich diese Dungeons abzuklappern. Sie haben sich ja auf 3 Statuen geeinigt. Also, das ist eigentlich auch ein schnelles Ding dann. Ja, ich lese nur gerade im Chat, Hiro, meinst du gerade, wir hatten schon öfters Leute, die sich an Killer 6 aufgehangen haben und das nur für ein Herb oder Jewel gemacht haben. Es schmerzt, wenn es ein Nothing ist. Ja, aber wirklich. Ja, gehst da hin, was weiß ich, versuchst eine halbe Stunde die zu killen, schaffst es endlich und dann denkst du dir, okay, ich glaub, da sind dann auch Controller kaputt gegangen. Ich hoffe nicht, ja. Es gibt doch gar nicht mehr so viele schöne Original-Controller. Bitte, bitte lasst sie heile. Also für alle, die auf Konsole spielen, das ist ja nur... Aber hey, es würde die Reparaturindustrie folgen. Ich meine, das wäre eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja. Jetzt gucken wir mal, wie Wilden sich gleich schlägt. Ich weiß nicht, wie viele Herbs er noch im Inventar hat, aber er ist jetzt schon sehr vorsichtig und das ist nur eine. Oh. Wird er nochmal resetten? Nee. Doch.
Er resettet das... nochmal. Ich glaube, wenn man jetzt bei ihm zuhören würde, wird man langsam merken, so, Also Wilden ist grundsätzlich ein total entspannter Spieler, aber das würde ihn jetzt auch schon sehr... Also bei Cam würde man ihm es ansehen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das sorgt jetzt dafür, dass er ein Stückchen auch zurückfällt. Jetzt so langsam wird es schwer, aber wir haben jetzt eine ganze Weile auf Wilden geguckt und für alle, die noch bei sie aufgepasst haben, der hat auch ein paar Mal gestorben. An anderen Stellen, die nicht so schlimm sind, aber... Aber er ist auch noch in der Pyramide. Genau, ja. Also ich denke mal, er hat sich jetzt als Ziel gesetzt, er macht die Pyramide fertig, weil er ist eh jetzt hier. Mhm. Man könnte es jetzt riskieren und abhauen, weil wir wissen, wir haben ein geiles Item ab dafür. Vielleicht brauchen wir die Pyramide gar nicht, aber... Er macht's weiter. Bisher hat sich's nicht gelohnt. Wir hatten nur ein Red Jewel und ein Herb. Red Jewels können sich auch lohnen. Ja. Aber in der Regel, es gibt 50 und es ist selten, dass man alle braucht. Man braucht eine bestimmte Anzahl für diesen Händler. Ja. Welche Items gibt's denn da beim Händler? Hast du da aufgepasst? Das ist tatsächlich genau am Anfang gewesen, wo ich gerade mein Intro-Gelaber gemacht habe. Deswegen habe ich's nicht im Kopf. Das wäre nochmal interessant zu sehen. Schade, dass wir den Seed nicht haben, sonst könnten wir mal reingucken. Ja, wir haben ja nur den... das kann man auch nicht rückwärts. Wir haben ja nur den Race Seed bekommen. Ich meine, okay, ich könnte mir jetzt den Spaß machen, das Video nochmal zu machen und nochmal am Anfang zu gucken. Also wenn du das schnell machen kannst, klar. Ja, warte mal, ich mach das mal parallel. Ich meine, ich gucke ja sowieso nur zu. Wenn ihr eine Ahnung habt beim Kommentieren, bist du das, ja? Ah, danke. So, ich guck mal, wann war das ungefähr? Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, diese... Also von der Time her? Also sie sind ja zuerst in der Great Wall gelandet. Also versuch mal zu gucken, ob du irgendwie diese Wasserstadt findest. Wilden ist bei Killer 6. Komm, Junge, zieh durch. Okay, er nimmt einen Herb, er nimmt die sichere Nummer. Sehr gut, komm, zieh durch. Ach, schade. Ah, das tut mir so leid. Das Blöde ist nämlich, wenn du es riskierst und du gehst voll drauf und sagst, ich nehme jetzt auch das Herb dafür und du hast dann keine mehr, dann wird es immer nur noch härter. Ah, Moment, ich glaube, ich hab's gerade. Er hat resettet, damit er das Herb wieder kriegt. Ah, Moment, ich hab's. Also, ein Red... Ey, was für ein Schwachsinn. Ein Red Jewel für ein Red Jewel? Vier Red Jewels für ein Red Jewel? Mhm. Acht Red Jewels für ein Red Jewel? Ja, Jackpot, wirklich. 11 für eine Will-Fähigkeit? 16 für Large Roast? Ja, das haben sie beide schon. 34 für ein Dash-Upgrade. Ah, das ist alles nicht so cool. Und 46 für Secret. Okay, also im Prinzip haben sie schon jetzt das eine wichtige Item. Es also gibt... nur das Roast ist wichtig, der Rest ist irrelevant. Naja, also das Secret ist ja, da kann man dann in die Jewelers Mansion gehen. Und das ist ja so ein extra Dungeon mit einem extra Boss und so. Und im Vanilla-Spiel hat das überhaupt gar keine Bewandtnis. Aber tatsächlich ist da eine Kiste. Das ist halt bitter, ne? Ja, die eine Kiste. Genau, die eine Kiste. Da könnte was ganz Wichtiges drin sein. Ja. Und am besten wäre es, es ist ein Nothing. Oh, das ist immer wieder das Schönste. Ja, aber das ist schon heftig, dass man hier dreimal Red Jewels für Red Jewels kriegt, oder? Ja, das ist halt, naja, dadurch, dass halt Red Jewels auch den größten Anteil aller Items einnehmen, ja, also 50 insgesamt und die Sachen untereinander geschaffelt sind, ja. Aber ich würde so lachen, wenn das irgendwie vier oder wenn das wirklich so alles und nach dem Motto außer dass My Strict Red mal Red Jewels wäre. Ja. Ich glaube, dann gehst du einmal zum Händler, guckst darauf und denkst dir nur so, ja. Was mache ich hier? Dann können die aufhören, Red Jewels zu sammeln. Ja. Da gibt es ja auch einen interessanten Modus, den Red Jewel Madness Modus. Total cool, hat sich auch bei Gu ausgedacht. Und zwar startet man
mit HP, also man hat eine ganze Menge HP und jedes Mal, wenn man Ritual aufsammelt, kriegt man weniger HP. Und das Ziel ist quasi dann 30, 40 Joules oder so zu sammeln. Das ist witzig, weil es immer schwieriger wird, je weiter man im Spiel gekommen ist. Und dann muss man strategisch überlegen, welche Orte gehe ich zuerst ab, solange ich noch viel HP habe, und wo gehe ich später hin, was einfach ist. Ja, Dragon, wie gesagt, da steht halt nur Will für 11 Euro. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. So, es steht halt in der Anzeige Will für 11 Euro. Achso, ja, dann ist das halt nur das Vermächtnis hier, das Testament. Okay, also das, was wir schon haben. Ja. Okay, dann haben sie sich das Testament geholt und das Fleisch. Ja. So, und jetzt sind wir in South Cape. Das ist großartig. Jetzt erfahren wir nämlich, welche Dungeons erforderlich sind. Wir haben jetzt gesehen, dass in der Pyramide sich noch ein Crystal Ball befindet. Das heißt, sofern Sky Garden... Oh, noch ein Crystal Ball. Gut. Oh. Sofern Sky Garden nötig sein sollte, ist die Pyramide ein Ort, den man komplett besuchen muss. Ist das hier nicht das Anfangsgebiet? Genau, das ist South Cape. Hier startet das Spiel. Ja, hier startet das Spiel. Toll, dass man nach 40 Minuten mal in das Anfangsgebiet geht. Ja, na, die Jungs haben sich halt entschieden, diesen Modus so zu spielen. Und da stand gerade 1, 2, 3. 1, 2, 3, genau. Im Tracker werden die jetzt unten markiert. Die haben da jetzt so ein kleines Sternchen dran. Ja. So, das heißt, wir wissen jetzt, sie müssen Statue 1, 2 und 3 sammeln. Also die Bosse aus Dungeon 1, 2 und 3 besiegen. Das ist... ist das einfach? Ja, das ist insofern einfach, weil die Dungeons recht nett sind. Aber welche Bosse dahinter sich verstecken, das wissen wir natürlich noch nicht. Das ist sozusagen von den Dungeons her die einfachste Kombination, die es gibt. Eigentlich schon, ja. Witzig ist allerdings, wir haben ja jetzt schon einige von den späteren Dungeons gesehen. Also, ne, wir haben jetzt die Pyramide fast komplett leer gemacht, Mount Cress ist komplett leer gemacht, ja, Great Wall ist fast komplett voll, leer. Wir sind da gar nicht hin. Ja. Da muss er jetzt, also diesen Mount Crest, also das sind ja alle spätere Dungeons, da müssen die jetzt eigentlich gar nicht mehr hin. Nö, für uns ist gut, weil die haben die Dungeons trotzdem besucht, also hatten wir ein bisschen was zu gucken. So, was brauchen wir jetzt für die Dungeons? Also erstmal, um die ersten Dungeons zu bewältigen, brauchen wir zwei Inka-Statuen. Davon haben wir noch keine. Ja, Dragon, das wissen wir ja. Ja. Ist ja Boss-Shuffle. Also jeder Boss kann rein theoretisch in jedem Dungeon sein. Ja. Also von den Dungeon-Bossen. Weiß gar nicht, muss er alle Hieroglyphen sammeln? Naja. Also, wenn er alle Hieroglyphen sammeln muss, dann nur, weil Boss 1, 2 oder 3 in der Pyramide sich verstecken. Ach, er muss die Bosse 1, 2 und 3 töten. Ja. Nicht die Bosse. Hast du nicht gesagt, die Bosse in Dungeon 1, 2 und 3? Achso, die Bosse von Dungeon 1, 2 und 3 meinte ich. Entschuldigung. Ah, okay. Mhm. Weil das klingt nämlich ein bisschen nach was anderem. Ja, genau. Das ist tatsächlich was anderes. Ja, hast recht. Ja, weil sonst, wenn sie nur in die drei Dungeons reingehen, killen die drei Bosse und dann kriegen sie die drei Statuen und Sache erledigt. Aber wenn sie jetzt die Bosse von den Dungeons killen müssen, ja, das könnte trotzdem bedeuten, dass sie alle 6 Dungeon-Bosse killen müssen. Genau, wenn es blöd läuft, schon. Aber dadurch, dass es Chaos Logic ist, kann es auch sein, dass einige Bosse gar nicht erreichbar sind. Aber das sieht aktuell nicht so aus, weil die einzigen... Obwohl, Angkor Wat, nee, ist egal, da müssen die nie wieder rein. Also durch Chaos Logic können halt ein paar Dungeons unmachbar sein. Und da fällt mir jetzt zum Beispiel Angkor Wat ein. In Angkor Wat gibt es einen Ort, den kann man halt nur erreichen, wenn man Free dann ist und Earthquaker benutzt und so. Aber das ist gerade irrelevant, weil da müssen die gar nicht mehr rein. Na, das was Zeus gemeldet hatte, war zum Beispiel, was er gesehen hatte, dieser Bug, wo er in der Pyramide nicht in den Hieroglyphenraum reinkam. Ja. Weil der einfach durch die Dungeon-Logik, aber da hat er, glaube ich, Chaos dann. Aha, na, das war aber, das, was du meinst gerade, das war tatsächlich Entrance Randomizer. Na, nee, nicht Entrance Randomizer. Er hatte, glaube ich, Chaos Dungeon gespielt. Ach so, ja. Also dass die Räume im Dungeon absolut randomized waren. Ah, ja. Und da kam er halt, weil der Raum zu den Hieroglyphen war halt auf der einen Seite mit einer Sackgasse und auf der anderen Seite mit einer Sackgasse. Und er kam nie hin. Ja. Ich immer gewundert, wo ist dieser scheiß Hieroglyphenraum? Das ist genau das Dungeon-Schaffel. Das haben wir hier zum Glück nicht. Also die Dungeons sind zum Glück normal aufgebaut. Ja. So. Und Wilden kämpft weiter in der Pyramide tapfer.
glaube, langsam auch ein bisschen frustriert, aber trotzdem tapfer. Also ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen... Was sucht er jetzt eigentlich da? Ja. Kannst du ein bisschen erklären, warum er noch da ist? Ach so, naja, weil er immer noch Lolas Letter braucht. Ja, stimmt. Er hat den ja... Hat er den echt noch? Ja, stimmt, er hat den Letter ja immer noch nicht. Ja. Ach, wegen den... Ach, weil er die 5 nicht gekillt? Genau, er hat Killer 6 immer noch nicht gemacht. Oh. Jetzt macht er erstmal die anderen Sachen und sucht halt noch die restlichen Items zusammen. Ah. Ja, das wird ihm wahrscheinlich sehr weit zurückwerfen. Ja. Jetzt kommen wir bei Sie gerade an den Punkt, was auch tatsächlich eine Schwierigkeit ist in diesem Randomizer. Denn man hat ja ein sehr begrenztes Inventar. Also ihr seht, man hat 4x4 Plätze, 16 Plätze und es gibt aber... Hat er da gerade die Juwelen weggeworfen? Genau, also man kann diese Juwelen aus dem Inventar heraus benutzen und dann verschwinden die und fliegen zum Händler. Oh. Das Problem ist, das macht man nicht so gerne, weil es kostet Zeit. Aber man muss das machen, wenn man zum Beispiel... wie sie gerade an einem Ort ist, wo kein Juwelier ist, dass man dem die einfach geben könnte und aber trotzdem weitermachen will, weil man neue Items hat. Also wenn zum Beispiel dein Inventar voll ist und du machst eine Kiste auf, dann kriegst du das halt einfach nicht, das Item, und musst die Kiste später aufmachen. Ja, deswegen gibt er erstmal alles ab, damit er ein paar Itemplätze freikriegt und dann die Kisten öffnen kann und gleich mitgehen kann und nicht dann dasteht und sagt, scheiße, ich muss immer wiederkommen. Ja, und wenn man dann jetzt so darüber nachdenkt, ne, man hat dann einen Slot mit Herbs voll, man hat vielleicht 3 Crystal Balls, das sind 4 Items, dann hat man 6 Hieroglyphen dabei, weil man noch nicht in der Pyramide war, dann sind das 10 Items, dann hast du irgendwie nur noch 6 Slots frei, davon sind 5 Red Jewels, zack, ist das Inventar voll, das geht ratzfatz. Ja, jetzt hat er gerade, glaube ich, gerade auch ein Red Jewel direkt abgegeben. Genau, er will sein Inventar sauber halten jetzt. Ja. Damit das heißt, er Red Jewel, den er findet, wird er wahrscheinlich gleich abgeben. Kommt drauf an, also müssen wir mal gucken, was er jetzt noch so an Items findet, aber er bereitet sich schon darauf vor, einiges mehr an Hieroglyphen zu finden, weil er hat einfach erst 2 gefunden, das heißt, es sind noch 4 offen, es fehlt noch ein Crystal Ball, da hat er noch keine abgegeben, es fehlen noch 3 Schlüssel, ne, 4 sogar, Items, die auch nicht so schnell einfach weg können, ja. Sie hat den F-Upgrade-Type und Hero meint gerade, am schlimmsten ist es, volles Inventar zu haben und dann in Inka zur singenden Statue zu gehen. Ja, weil nämlich bei der singenden Statue muss man quasi erst eine ganze Weile sich so eine Melodie anhören, nur um dann zu erfahren, dass man keinen Platz im Inventar hat. Für das Item. Genau. Und dann hört man sich die Melodie nochmal an. Danke. Ja, wollte gerade sagen, und dann hörst du dir die ganze Melodie nochmal an. So, Wilding, komm. Jetzt. Feuer weg, die Killer 6, komm. Ich glaube, wenn er es jetzt nicht schafft, dann wird er... Oh Mann, der hat aber auch ein Pech gerade. Also, mit diesen komischen blauen Dingern, ne? Also man hört ja, wann die schießen. Und die haben einen Cooldown zwischen 2 Schüssen. Das heißt, wenn du hörst, die haben geschossen, dann weißt du, du kannst danach rein. Und ich weiß nicht, ob er unkonzentriert ist oder ob gerade irgendwas nicht klappt, aber ich habe es jetzt schon 2-3 Mal bei ihm gesehen. Er nimmt den Schuss, er hört den Schuss und er geht trotzdem hin. Da ist halt dann als einfach... Als ob er nicht hört, oder? Ja, aber vielleicht ist er wirklich nur unkonzentriert und müde, was völlig in Ordnung ist. Ah, jetzt, er geht schon wieder zurück. Ne? Er hat einfach zu viel Schaden gekriegt, geht zurück, heilt sich. Im Dark Space. Und das kostet so viel Zeit. Also, ich will jetzt nicht pessimistisch denken, aber es müsste ein Wunder geschehen, damit er das Race macht. Also er liegt jetzt richtig weit zurück, dadurch, ja, dass er bei Killer 6 nicht weiterkommt. Das weiß er auch, weil er hat jetzt gerade alle anderen Items in der Pyramide versucht abzugrasen. Und er weiß ganz genau, dass er Killer 6 gerade braucht, um weiterzukommen. Ich weiß, wir hatten vor ungefähr so 10 Minuten über die Killer 6 gesprochen. Ja. Also sie taggt jetzt auch noch alle Dark Spaces, weil er braucht immer noch Slider. Den Slider bräuchte er noch, um in Mew alle Items zu clearen und um überhaupt generell erstmal in diesen Tunnel zu kommen von Angel Village. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, da wo man tatsächlich Kara dann sucht und auch wo man mit dem Magic Dust, mit diesem Maler dort...
Also dort, wo sie eigentlich wirklich ist und nicht nur, wo genau. sie war in... Wo war die hier? Na, jetzt war sie gerade in Mount Cress. Ja. Und im Original ist sie ja von, wird sie ja von Ishtar in das Bild hereingemalt. Oh, Wilden habe ich gerade gesehen, hat einen Herb benutzt. Ja. Also jetzt ist er gerade wirklich so drauf und dran. Ich glaube, der würde jetzt im Kampf wieder einen Herb benutzen, weil er es jetzt einfach durchziehen will. Ich habe gerade nicht in sein Inventar geguckt, ich habe gerade geguckt, was sie macht. Wie viel hat er denn noch? Ja, er hatte gerade einen Herb benutzt, habe ich gesehen. Und der zeigt aber unten noch drei an. Ich weiß nicht, ob er runtergezählt hat oder so. Achso, nee, das sind die Mushroom Drops, die du da gerade siehst mit drei. Ja, doch, er hat eins benutzt. Also er ist jetzt bei acht. Er hat ja dieselben Anzahl von Herbs eingesammelt ursprünglich wie sie. Aber ich glaube, das ist die Maximalanzahl und nicht die aktuelle. Nee, er hatte 9, also beide hatten 9 und beide hat 1 benutzt und jetzt ist jetzt bei 8 und sie hat jetzt noch 1 gefunden, ist jetzt bei 10. Okay. Ich dachte, er wird immer im Tracker. Im Tracker wird die Anzahl der Herbs, die sie im Inventar haben, wird da angezeigt. Sie hat gerade total sauber einen sogenannten Ramp-Glitch gemacht. Die zählen nicht runter, dachte ich nämlich auch. Hä? Aber der hat doch gerade runtergezählt. Ja, weil er zwischendurch resettet hat vielleicht? Ich weiß es nicht. Hä? Vielleicht hast du dich auch verguckt? Nee, oder? Weil ich hab doch gesehen, er hatte benutzt und dann hat er um eins runtergezählt. Ah, cool. Ja, okay, aber wenn er nicht runterzählt? Nee, okay. Aber er hatte auf jeden Fall eins benutzt, ja. Ich möchte nochmal kurz betonen, dass sie gerade on fire ist. Also, der... Ach, macht einen Glitch ohne Probleme nach dem anderen? Also, er ist wirklich ganz, ganz stark unterwegs gerade. Er hätte, glaube ich, gerade selbst Schwierigkeiten, sich zu besiegen in der Form hier. er hat gerade einen Ramp-Glitch gemacht. Das sieht total easy aus, wenn diese erfahrenen Speedrunner da hingehen und dann machen die Klack-Klack und auf einmal sind die auf irgendeiner Rampe, wo man normalerweise ein riesen Setup für braucht. Mit Spin-Dash. Wenn man hinkommt. Ja, und er geht da einfach ganz casual hin und macht das kurz stark. Okay, wenn sie zwei benutzt hat, ja, dann... Nee, ich dachte, er zählt unten auch mit, wie viele du hast, aber wenn er wirklich die eingesammelt sind, dann okay, ja, dann habe ich mich geirrt. Danke. Ja. Ja. So, ja. Aber Wilden hat's geschafft. Wilden hat Killer 6 erledigt. Ja, hat er nur, ich glaube, Viertelstunde jetzt gedauert. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Das ist eine ganze Menge Setback. Ja. Aber, also, mal ohne Spaß. Die spielt gerade richtig gut. Ich weiß auch nicht, ob der komplett vollgepumpt ist mit Adrenalin, weil der rennt da durch diesen Seed. Vielleicht spürt er, dass er vorne liegt. Ja. So, jetzt entscheidet er sich für Freedan und nicht für Shadow. Interessant. Am Anfang, als wir kurz mit den mit sie noch gesprochen haben, bevor das Race losging, hat er nämlich noch ganz stolz erzählt, dass wenn man ja Early Firebird hat, dann kann man ja manchmal Shadow benutzen, statt Freedan, um bestimmte Orte zu machen. Das wäre ja, jetzt zum Beispiel jetzt so ein Ort. Anteasern und jetzt nicht machen. Was für genau. Arsch. Genau, hier muss man nämlich diesen kleinen Metallmann dort angreifen, damit das Schwert sich bewegt. Wenn man das Schwert kaputt macht, dann kann man diese Metallhülle dann bewegen. Mhm. Und dafür braucht man eine Fernattacke. Und da kann man entweder den Dark Friar benutzen, wie sie es jetzt gemacht hat. Mhm. Man kann auch Early Firebird nutzen und man kann sogar Aura Barrier nutzen. Wenn man sich ganz, ganz blöd an eine Ecke stellt, dann kommt tatsächlich dieses Aura Barrier da sogar ran. Und ich hätte jetzt echt gedacht, dass er jetzt einfach mit Shadow durchzieht, weil es cool ist. Hier gerade zwei Kommentare im Chat. Also Hero meint so, ich glaube, er meinte mit Wilden, hört sich nach einem ganz normalen Killer 6 an, was er hier gebraucht hat. Ja. Und Dragon meint so, warum ist er so gut? Naja, er muss wahrscheinlich die letzten 4 Tage keine Zeit hat zum Spielen einfach mal nachholen. Der hat die ganze Spielenergie gespeichert und pfeffert alles raus. Also, das sieht jetzt danach aus, als ob er alles schafft, was er machen will, oder? Ja, also Hero sagt jetzt gerade, interessanter Einwurf, Dark Friar macht mehr Sinn, weil es ja auch noch mehrere Dinge trifft, aber Dark Friar macht auch Frame Drops und verlangsamt das Spiel. Ich finde, das ist nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium jetzt. Ja, aber es hat halt sozusagen beides hat seine Vorteile. Ja. Dark Friar und Shadow mit Early Firebird. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht ist er auch mit. Und da ist Slider.
Da hat das leider? Ja. Achso, weil du weißt, was die dritte Fähigkeit ist. Genau, es muss die letzte Fähigkeit sein. Okay, das Ding ist offen. Jetzt geht's los. Jetzt werden Dungeons richtig gefarmt. Ja, und trifft auch nur, wenn du die Upgrades hast, ohne Upgrades Firebird. Ah, wahrscheinlich hat er die Upgrades gehabt und deswegen. Genau, also du kannst ja, also Darkfryer gibt es ja einmal als normale rote Kugel, die dann so durch den Raum fliegt. Und wenn du aber das Darkfryer-Upgrade hast, dann kann sich diese rote Kugel in vier rote Kugeln teilen und macht natürlich total das Chaos in diesem Raum und zerstört alles. Das ist schon geil. Hat der das Upgrade? Ja, er hat das. Okay, wahrscheinlich hat er dann deswegen gesagt, was halt Dragon sagt, dass er es halt deswegen gewählt hat, weil er halt das Upgrade hat und damit halt noch viel, viel mehr Damage machen kann. So, was macht denn Wilden? Wilden ist gerade mit der Memory Melody bei Neil und geht in den Tower von Babel. Interessante Entscheidung. Also. Da, Moment, da war doch. Zeus war da noch nicht, oder? Nee, da war er noch nicht. It's the fastest. Okay, das heißt, wir sehen jetzt auf dem rechten Screen einen anderen Weg als auf dem linken. Dass sie sich jetzt wieder aufteilen. Ja. Ich finde auch AB am besten. Tatsächlich. Ah. Oh, und Wilden hat jetzt zwei Rama-Statuen. Bringt ihm das was? Ja. Weil die Rama-Statuen braucht man, um am Ende von Mu zu den Vampiren zu kommen. Das ist schon cool. Also dadurch kann er jetzt quasi, wenn er Slider hätte, wäre Mu komplett offen. Sogar mit Abkürzungen. Und deswegen wird er da jetzt noch nicht hingehen. Und dann hat er noch ein anderes Item, was Zeus noch nicht hat, dieses komische Buch. Genau, hat er gerade gefunden. Das ist The Father's Journal. Und in dem, vielleicht erinnert ihr euch, dass in der Story im Spiel ja der Vater verschollen ist. Und in dem Tagebuch erfährt man jetzt quasi, in welcher Reihenfolge die Hieroglyphen in der Pyramide eingesetzt werden müssen. Ah. Ansonsten müsste man das erraten. Okay, also sowas Ähnliches. Also man kann es so ein bisschen vergleichen wie die Scroll in Diablo 2 für das Feld der Steine. Boah, jetzt muss ich aber erst mal kurz nachdenken. Diablo 2 ist ganz schön lange her bei mir. Ja, bei Diablo 2 gibt es so einen Weg nach Tristram. Ja. Da gibt es so ein Tor, da sind 5 Steine. Ah, ja, genau. Da muss man vorher so eine Quest machen. Ja. Um Baumkopf Holzfaust zu besiegen. Ja. Ja, den geilsten Namen überhaupt. Und der gibt dann so einen Scroll und da ist dann drauf, in welcher Reihenfolge man diese Steine berühren muss. Genau, ja, das ist das quasi auch. Hm, da hast du total recht. Das ist das Äquivalent dazu. Hm. Weil die 6 Hieroglyphen, die müssen natürlich dann noch in die Wand eingebracht werden. Dafür braucht man halt die richtige Reihenfolge. Und das steht halt im Father's Journal. Das hat der Vater rausgefunden, der Vater von Will, auf seinen Expeditionen. Warum liegt das da so rum? Vielleicht ist er ein Trottel und hat es verloren. Wo bekommt man das Original her? Kriegt man das vom Vater selber? Oder findet man das auch in Vanilla, sage ich jetzt mal so, irgendwo in Natur rumliegen? Ich glaube, gibt einem das nicht irgendjemand in irgendeiner Stadt? Ich muss gerade mal überlegen. Ich such mal nach. Gott, siehst du, das kommt davon, wenn man Vanilla nicht mehr spielt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass als ob einem das einer in der Stadt in die Hand drückt. Im Chat sagt einer in DAO. Ja, da ist so ein Typ, der fragt dich, bist du zufällig Will? Und dann sagst du ja, und dann gibt er dir das Buch, glaube ich. Dann war das auch so in Vanilla. Ah, Moment, hier. Darkspace, Flut. Okay, du kriegst die zwei Items zusammen. Du kriegst Lolas Brief und Father's Journal. Ja. Anscheinend von diesem. Ja, und der Typ steht irgendwo im. In DAO, der ist direkt am Anfang. Go to Zeus from the Dark Place, talk to the man who's playing a flute. Ja, also zu so einem komischen Flötenspieler. Ja. Ja, toll, gibt einem hier einfach mal so zwei Quest-Items. Bist du der? Ja, hier, ich hab mal zwei. das ist wie Deutsche Post nur rückwärts. Ne? Stell dir vor, du gehst irgendwo einfach zum Postamt und dann fragen die, sag mal, bist du zufällig der? Nee, na dann hab ich keinen Brief für dich. Dann hab ich kein Paket für sie. Aber ich hab leider kein Paket für dich. Ja. Aber du kannst morgen wieder kommen, da habe ich vielleicht was für dich. Ich würde es hassen. Wenn du das Einschreiben mitbringst, was du heute gemacht hast, was? Das würde ich hassen, wenn die Post so funktionieren würde. Würde mich komplett fertig machen. Ich würde nie zu meinen Briefen gehen.
Ich hatte das mal mit der Post mit der Abholung. Da sollte ich ein Paket für meine Mutter abholen. Ich liebe es, wie die Story anfängt, weil das Ende kann nicht gut sein. Ja, so nach dem Motto, also die Postdame meinte dann, ich brauchte eine Genehmigung meiner Mutter, die im selben Haus wohnt. Ja. Um ihr Paket abzuholen, was sie für mich bestellt hatte. Ja. Meinte ich dann so, was da drin ist, ist für mich. Ja, das hat eine Frau Hildesheim bestellt. Ja, ich bin dein Herr Hildesheim. Ich bin der Sohn. Ja, trotzdem. So, wir sehen den ersten Boss. Ja, wie viele ist das denn? Also das ist jetzt tatsächlich sogar ziemlich Vanilla. Das ist im Boss Rush der erste Boss, Kastorf, und normalerweise ist Kastorf der erste Boss. Aber später muss man ja im Spiel im Turm von Babel nochmal einen Boss Rush machen und alle Bosse nochmal vernichten. Und das ist jetzt tatsächlich einfach der und Moment, und er ist jetzt beim Boss gestorben? Ja. Ist aber nicht so super schlimm. Aber wir erleben jetzt gleich was viel Spannenderes. Und zwar erleben wir jetzt nämlich, dass Wilden guckt, welcher Boss die Vampire sind. Das also jetzt ist an der Position, wo die Vampire sind. Genau, das ist jetzt nämlich spannend. Also. Und es sind sogar die Vampire, es ist Vanilla. Das ist natürlich ziemlich gut für ihn. So, jetzt sieht man auch eine perfekte Verwendung von dem Aura-Glitch, ne? Ja. Also er macht da die ganze Zeit Schaden und ist unverwundbar. Ja, aber das ist halt wie so eine Art Mine, weil die Vampire müssen halt drauf sein auf seiner Dings, damit der Aura-Glitch funktioniert. Weil sonst geht's nicht. So, zack, fertig. Vampire erledigt. Verwandelt er sich, glaube ich, zurück. Und ja. Jetzt müsste er. Jetzt kriegt er die erste Statue. Wie viele ist das? Das ist die Nummer 3. Okay, das heißt, er würde Nummer 3 kriegen und. Zeus? Hat er jetzt den Boss gekillt oder was macht er jetzt? Jetzt habe ich gerade gar nicht hingeguckt. Also weil er war ja eigentlich in diesem Bossraum und hat versucht, den Boss zu killen. Ja. Also, er hat ihn jetzt einfach getötet, glaube ich. Chat, habt ihr es mitbekommen? Er hat ja keine Statue. Das ist ja so die Boss-Rush-Bosse. Da kriegt man keine Statue von jedem Boss, sondern erst, wenn man alle besiegt hat. Das heißt, die sechste Statue ist quasi das Ende von Turm von Babel. Weil er war ja bei einem Boss und ja. Von dem hätte es dann doch auch eine Statue geben müssen. Na, also das ist ja wie folgt. Im Boss-Shuffle erlebst du ja alle Bosse nochmal. So, wir haben ja 5. Der erste ist Kastorf, dann haben wir die Vampires auf Platz 3, dann 2. Ach, ich hab's gerade vergessen, die Reihenfolge. Ich hol mal kurz eine Idee drauf. Jedenfalls haben wir den Sandfänger, den Wurm, Kastorf, Mummy Queen und so weiter. Und nur der letzte Boss ist ein anderer. Und der könnte dann quasi auch eine Statue haben. So, gucken wir mal in den Schrein. Also Kastorf, Viper. Genau, Viper. Ach, Viper ist 2 natürlich. Sandfänger, Mummy Queen und dann ist halt der Tower of Babel, wo halt nochmal alle kommen. Genau. Chaos Komet und dann kommt Dark Gaia. Genau, so sieht's aus. Das heißt, vom Boss Rush, der 5. Boss, er könnte nochmal eine Statue haben, wenn er zum Beispiel geschaffelt wurde mit, sagen wir mal, Boss 1 oder so. Also von der jetzigen Situation, weil Wilden hat er jetzt die erste Statue und Zeus hat keine. Ist Wilden jetzt leicht vorne? Nee, weil man muss eigentlich, also man kann nicht so direkt das Inventar vergleichen, sondern man muss auch ein bisschen davon ausgehen, dass sie einen unterschiedlichen Wissensstand haben. Wilden hat jetzt zwar schon einen Boss besiegt, die Vampires, aber er weiß zum Beispiel noch nicht, was alles so in den Orten ist, die sie schon besucht hat, und muss dementsprechend die höchstwahrscheinlich, es sei denn, er kommt irgendwie clever drauf, was drin ist, die Orte auch noch besuchen. Ja. Weil interessant ist auch, dass also die Upgrades, die er jetzt mehr hat, hat er ja wahrscheinlich durch den Boss, den er gekillt hat. Ja. Ja, weil er hat ja mehr HP, mehr Damage und mehr Verteidigung. Genau, er hat jetzt quasi alle Upgrades aus Bereich 3 bekommen. Was wir jetzt sehen ist, sie
geht jetzt gerade nochmal einen super langen Weg für ein Item. Es gibt nämlich ein Item in Mew, was einfach richtig, richtig super Umweg ist, weil man muss dafür Will sein, man muss Slider haben. Das ist nämlich auch so eine Sache, ne? Die hat ja zum Beispiel Wilden auch noch nicht. Das heißt, dieses Item, da hat er noch gar keinen Zugriff drauf. Mhm. Und sobald die dieses Item eingesammelt hat, wird er auch den Boss machen, den nächsten. Ja. Und ich gehe davon aus, dass sobald sie hier durch ist, Crystal Ball. Das hier ist steht der Crystal Ball im gleichen Death. Also ja, der Death-Absicht. Der Death-Absicht, achso, ja. Weil er das Item bekommen hat, was er haben wollte. Genau, und weil er jetzt quasi einfach eine Abkürzung nimmt, wieder zurück. Okay. So, also was daran jetzt wichtig ist, das erlaubt ihm in Sky Garden sofort den Boss zu chatten. Das heißt, sie kann jetzt Vampires machen, was ein super einfacher Kill ist, weil das als Shadow machen kann und wir wissen schon, was es ist. Dann kann sie jetzt auch sofort danach in Sky Garden den Boss machen, was ihn rein theoretisch auf die Stelle von 2 Upgrades setzt. Aber er war doch jetzt noch nicht an der Stelle, wo die Vampires waren, oder? Nee, da geht er jetzt gerade hin. Jetzt verwandelt er sich zu Shadow und geht da jetzt hin. Und, Weil die Vampires hat ja Wilden schon. Die hat er schon, genau. Aber was Wilden jetzt macht, der holt jetzt quasi noch die ganzen anderen Orte nach, die sie schon besucht hat. Also die Routen sind jetzt so ein bisschen auseinandergegangen. Deswegen ist es nicht so einfach zu sehen, wer gerade vorne ist. Auch wenn es so aussieht, aber tatsächlich ist Wilden nicht vorne. Mhm. Nur weil er eine Statue hat, weil ihm fehlt zum Beispiel noch der Slider. Weil er eine Statue hat, könnte man es halt denken, aber er hat halt die Core-Fähigkeit, den Slide zum Beispiel, noch nicht. Ja. Und ihm fehlt zum Beispiel auch noch ein Hieroglyph, also... Genau, er ist eine Hieroglyphe zurück, er hat den Slider nicht, das ist halt wirklich super wichtig. Und gucken wir mal. Ist das? Da ist noch so ein Item in dem einen Hieroglyph, das aussieht wie so eine Flamme mit einem Face. Siehst du das, was ich meine? Neben diesen, so in der ersten dritten Reihe. Ah ja, ja klar. Weil der eine hat so eine Art Flamme und der andere hat so eine Flamme mit so einem Face. Genau, ja, das ist der Teapot und mit dem Teapot kann man auch wieder eine Verbindung aufmachen zwischen unterschiedlichen Gebieten. Und warum ist da ein Gesicht, so ein kleines Gesicht bei sie und bei Wilden nicht? Weil sobald man das Item einlöst und quasi diese Brücke aufmacht, erscheint im Tracker dort ein extra Symbol. Ja, hat mich halt gewundert. Ja. Nee, Aura war doch unten hier diese blaue Flamme. Genau, Aura ist die blaue Flamme. Ja, weil mich hat das nur gewundert. Hä, warum hat der eine das Item so und das andere so? Hä? Genau, also wenn man den Teapot, den nutzt man beim Moon Tribe und der ermöglicht einem von Kontinent 1 rüber zu fliegen, einmal zum Seaside Palace und zum Sky Garden. Okay, ist das der Vanilla-Zweck von dem Teapot oder jetzt hier für den Randomizer? Nee, in Vanilla braucht man den Teapot tatsächlich nur, um überhaupt mit diesen Geistern zu sprechen. Ah. Achso, und wenn man dann mit denen gesprochen hat, dann ist er halt nutzlos. Genau, naja, es ist halt ja im Prinzip schon, der verschwindet dann auch. Und in Vanilla hat man dann halt mit denen gesprochen und dann weiß man, wo es weitergeht, so. So, sie fehlen jetzt noch 4 Red Jewels, damit er in die Jewelers Mansion gehen kann. Ja. Und er hat jetzt auch, wenn ich es richtig gesehen habe, Vampires gekillt. Oh, stimmt, Hero, du hast total recht. Ich habe mich gerade, bin völlig woanders gewesen. Du hast total recht. Mit dem Teapot lockt man die Geister aus den Eltern von Neil raus. Oh Gott, ja, stimmt. Ja, Story Progress. So, jetzt nochmal deine Frage bitte, Seed. Ja, also jetzt hat er auch, also Zeus hat jetzt in der Zwischenzeit einfach mal schnell die Vampires gekillt anscheinend. Genau, ja, das ist tatsächlich passiert. Ja, weil man sieht, er hat die dritte Statue. Ja. Und wo ist er jetzt? Das ist doch... Ist jetzt ist er wieder in Sky Garden, genau. Und was er jetzt machen möchte, ist, er möchte wahrscheinlich noch das letzte Item überprüfen, weil es noch eins offen ist. Ach, oder? Nee, Quatsch, er verwandelt sich. Er verwandelt sich zu Shadow, um den Boss zu besiegen. Genau, so sieht's aus. Hier war gerade eine Frage, wird dem Rando eigentlich das Schwein gebraten? Nein, das passiert tatsächlich nicht. Man findet im Rando
das Large Roast. Normalerweise in Vanilla findet man ja im Keller vom Schloss, bevor man mit Kara abhaut, findet man ja was zu essen, was man mitnimmt. Und das findet man hier im Rando und gibt es dann quasi diesem Stamm dort zur Ernährung. Und dafür zeigen die dir den Weg nach Dao. Ja, also wurde ein bisschen sozusagen der Zweck... Genau, es wurde ein bisschen geändert und wir müssen keine Schweine sterben sehen. Ja, und Hiro meint gerade oben, es gibt keine romantische Floßfahrt. Na, zum Glück. Also was ist denn das hier für ein Vanilla-Boss-Fest? Ich dachte, die haben Boss-Shuffle gemacht. Weil jetzt haben wir nämlich folgende Situation. Wir haben, Vampire auf 3? Ja, die Vampire waren auf 3. Dann ist Viper auf 2 gewesen, also total Vanilla. Also ich wirklich... Wir müssen danach mal fragen, ob die wirklich Boss-Shuffle haben. Guck gerade im Seed nach. Boss-Shuffle steht denn, drin. Wo war denn Kastorf? Den haben wir da auch schon gesehen. Nee, wir haben nur den zweiten Kastorf gesehen. Ah, okay. Ich dachte, das wäre... Ja, stimmt. Das war der zweite. Der war ja grün. Also und wenn wir jetzt im ersten Gang zu den roten Kastorf sehen, dann müssen wir eben mal fragen, was das für ein scheiß Boss-Shuffle ist. Ja, genau. Aber tatsächlich finde ich die Vermutung von Dragon Tear gar nicht schlecht. Wir haben ja am Anfang ganz, ganz viele Sachen bekommen, um relativ schnell die Great Wall zu machen. Mhm. Ist das jetzt ein Zufall oder sagt uns da der Seed einfach auch wirklich, Leute, macht ihr jetzt mal bitte Sandfänger? Das wäre total witzig, weil wenn Sandfänger jetzt Kastorf wäre, dann könnte rein theoretisch die aktuell das Spiel einfach beenden. Das heißt, wenn er jetzt relativ fix ist, dann wäre er fast eine Dreiviertelstunde vor dem Estimate sozusagen dann fertig. Genau, dann müssen wir ihn zwingen, dann muss er noch singen oder so, bis das Estimate voll ist. Nee, er macht einfach nochmal einen Run. er wartet, bis er fertig ist und wir machen dann noch einen Race. Ja. Oder er spielt einfach mal den ersten Teil der Reihe. Ja. Soul Blazer. Mann, Soul Blazer wird immer so gehatet, aber ich fand's total cool. Ich habe Soul Blazer erst vor einem halben Jahr oder so das erste Mal gespielt. Ja, ich kannte das gar nicht vorher. Und ich finde das so entspannend, dieses Spiel zu spielen. Das ist so unkompliziert und nett einfach. Ich weiß nicht, vor allen Dingen so linear. Ja, es ist so, du kannst einfach super gechillt dieses Spiel spielen. Okay, sie begibt sich jetzt gerade in den Tunnel, von dem wir vorhin erzählt haben. Ne? In Vanilla ist hier ja der Maler Ishtar, der die ganzen Frauen in Gemälde verwandelt, der alte Creep. Und was wir jetzt gerade sehen, ist, dass sie sich da durchkämpft und am Ende dann eine ganze Menge Items abgreift. Also das ist wirklich eine total coole Location. Sobald man den Slider hat, kann man hier ratzfatz einige Items einsammeln. Ich sehe schon, wie er einfach mal durch die Gegner durchschleidet. Jetzt wurde er gerade einmal getroffen. War das Absicht? Ja, das war Absicht. Das ist ein Trick. Und zwar ist der Rückweg von Ishtar super, super lang. Deswegen versucht man auf dem Weg zu Ishtar schon so viel Schaden zu kriegen, dass man relativ schnell einfach stirbt, wenn man fertig ist. Oh. So, jetzt müssen wir noch gucken. Diamond irgendwas? Diamond Block, das ist gut, das ist der Zugang zum, also einer der Zugänge, der nötig ist zum ersten Boss. Jetzt müssen wir mal gucken, ob er den Hint sich abholt. Ja, macht er. Okay, Snake has Gorgon Flower, das war kein cooler Hint. Falls ihr das Spiel in Vanilla kennt, dann wisst ihr ja, dass man hier erraten muss. Also nicht erraten. Ach ja, die Geschichte mit den Räumen, ja. Genau, und das hat Bagu komplett random gemacht. Das ist total cool. Also es ist wirklich immer wieder was Neues. Ja, und er muss, ja, du musst halt immer alle Unterschiede machen. Genau, du kannst es nicht auswendig lernen, sondern du musst du im Randomizer dann immer gucken. Zum Beispiel der Stein unten rechts. Cool bekommen. Ja, der Stein unten rechts, falls ihr es gesehen habt, der war ja grün, ne? Ja. Der ist natürlich nicht original. Ja, aber ja, jetzt fehlen ihm nur noch 2 Red Jewels, bis er zu Jewelers Mansion kann. Wenn es jetzt blöd läuft, ist Jewelers Mansion nötig, weil da ja auch ein Boss sein kann. Ja. Wenn er Pech hat, ist er eine Chest mit Nothing. Eine Chest mit Nothing, aber auf der anderen Seite hat er auch trotzdem noch den Boss Solid Arm. Mhm. Das ist ja eigentlich in Vanilla ein optionaler Boss, aber hier in dem Fall durch Boss Shuffle kann der ja quasi auch Kastorf sein oder so. Mhm. Das ist eigentlich das Coole daran. Deswegen ergibt es schon Sinn, dass er jetzt trotzdem noch die Item Locations abcheckt. Ich vermute mal, der geht jetzt. Fertig oder?
Genau, das war es jetzt. Ich vermute mal, der geht jetzt auf Kontinent 1. Ich könnte mir vorstellen, dass er die Inca Ruins jetzt macht. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Ja. Er hat jetzt auch 3 Hieroglyphen schon, also da fehlen ihm noch 3, wenn er die Hieroglyphen einsetzen müsste. Ja. 2 Statuen. Ja. Wenn er jetzt Glück hat, dann... Ja, also er sucht eigentlich gerade den letzten Boss. Ich vermute wirklich, dass er zu den Inca Ruins geht. Ich meine, die Alternative wäre, Great Wall den Boss zu machen. Ich verstehe nicht, warum er es noch nicht gemacht hat, weil er könnte ja schon fertig sein. Also weißt du, da könnte er vielleicht, jetzt... Vielleicht geht er davon aus, dass ein Great Wall nicht den Boss findet, den er braucht. Aber warum? Das verstehe ich nicht. Das können wir ihn ja danach mal fragen. Das können wir ihn mal fragen. Warum er jetzt Great Wall ewig den Boss nicht gemacht hat. Kannst du dir mal aufschreiben? Ja, ich schreibe es mir gerade auf. Dass du ihn das mal fragst, weil... Ich meine, wenn er da so weit war... Die haben es vergessen. Oh, jetzt geht er nach Babel. Also jetzt ist er nach Babel gegangen. Ja, rein theoretisch kann er von Babel aus sich schnell zu Great Wall teleportieren. Also du gehst davon aus, dass er jetzt vielleicht doch Great Wall macht? Nö, er macht weiter Boss Rush, okay. Okay, warum? Ach, dass er einen Boss Rush fertig macht, um dann am Ende einen Boss zu treffen? Mhm, das kann sein. Das ist eine Möglichkeit. Vielleicht hat er wirklich einfach Great Wall vergessen, das wäre so witzig. Ja, Boss Rush plus Random Boss. Ja, stimmt, das war der Boss, den wir vorhin gesehen haben. Genau, Castor. Ich verdruck dann nochmal den Boss Rush. Jetzt sollte der Boss Rush eigentlich auch machbar sein. Also, jetzt hat er schon. Er ist beim letzten Mal beim ersten Boss gestorben. Ja. Aber er hat jetzt auch schon richtig viel Schaden eingesteckt. Ja, aber der wird das jetzt einfach wegrocken, weil man macht 3 Schaden. Zack, fertig. Also normalerweise machst du, wenn du das Spiel in Vanilla spielst, besiegst du ja Kerstorf das erste Mal als Will oder als Freedan. Natürlich selbstverständlich als Freedan, weil man kann sich ja dazu verwandeln. Dann macht man ja 2 Schaden pro Swing. Mhm. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass wenn man wirklich ganz, ganz perfekt schlägt und so ein Hauch Glück hat beim RNG, wann Kerstorf aktiv wird, dann kann man Kerstorf in einem Cycle besiegen. Also Kerstorf hat immer so Phasen, ne, ihr habt es gesehen, seine Hände gucken raus und dann ist er unverwundbar und dann guckt auf einmal sein Gesicht und dann kannst du das schlagen. Und wenn du richtig gut dabei bist, dann kannst du das in einem Cycle schaffen. Aber wenn man Shadow ist, macht man ja 3 Schaden. Das heißt, da braucht man nicht mal Glück, sondern man rockt den einfach weg. Aha. Deswegen war das eigentlich komisch, dass er den vorhin nicht sofort besiegt hat, muss man ehrlich sagen. Naja, er ist ganz am Ende, als der Boss eigentlich tot war, ist er gestorben. Ja, da kamen 2 Projektile, die dann so diagonal laufen. Und ich glaube, da hat er sich einfach irgendwie verguckt, weil die sind beide nach rechts gegangen. Und er stand relativ weit rechts. Ich sitze gerade links. Wilden hat gerade Probleme, er hat so viele Jewels drin, die er nicht eingelöst hat, jetzt konnte er gerade kein Jewel aus einer Kiste holen. Ah, ja, das ist es nämlich, ne? Ja. Inventory Management ist tatsächlich... Ja, wenn du dir sein Inventory anguckst, der hat fast nur Jewels drin. Ja. Weg damit, Wilden, weg damit. Ja, ich weiß nicht, warum er es nicht macht, aber er hat halt so viele Jewels, die er einlösen könnte. Ja. Ja. Und er hat auch gerade keinen Inventory Space, wenn ich das richtig gesehen habe, er hat... bestimmt 10 Jewels oder so, die er mit sich rumschleppt, oder 15. Bin mal gespannt, ob sie jetzt einen Herb nimmt, ob er stirbt. Also, eigentlich ist gar nicht... Oh, also er geht wirklich, also ich habe das Gefühl, der geht gerade wirklich auf Risiko. Ah, ich weiß aber gar nicht warum, eigentlich hat das nicht nötig. Normalerweise ist er immer recht selbstbewusst, was seine, ja ich sag mal, sein strategisches Plan angeht. Und... Wenn er jetzt Bock hat auf Risiko, ich find's gut, das ist Content. Boah! Ey, er geht wirklich voll auf Risiko und gewinnt auch noch. Luck. Das ist Luck. Ja, so, ja. Das ist richtig Luck, was er hat. Also, Execution. Ja, der hat sich. Also, du hast ja die ganze Zeit schon gemeint, dass er richtig gut spielt und. Ja. Also, mit 2 HP durch den Boss-Rush durchgehen. Wo er, glaube ich, bei einem gut sterben könnte. Und er hat auch noch so viele Herbs, ja, der kann sich da tot snacken mit Herbs. Ja, ich frage mich auch die ganze Zeit, er muss richtig Confidence haben. Ich bin so gespannt, was der 5. Boss ist.
Also, das ist jetzt der vierte Boss, oder? Das ist jetzt, genau, das ist Sandringer, das ist der vierte. Danach müsste noch Medusa kommen. Normalerweise kommt dann Mummy Queen. Aber das, wie gesagt, der kann ja geschaffelt sein. So, also und der ist der Boss Rush ja Vanilla. Ja. Kann man am Boss Rush denn erkennen, ob sich die Reihenfolge geändert hat? Hat sich dann. Also wenn jetzt im Dungeon die Reihenfolge anders ist, ist die dann noch im Boss Rush anders? Nee, das korreliert leider nicht miteinander. Okay, aber dann könnte. Das wäre eine coole Idee. Ja, ich meine, weißt du, machst den Boss Rush und weißt da, okay, im ersten Dungeon ist der, im zweiten Dungeon ist der. Ja. Oder du machst es noch komplett random. Ja. Dann hast du als erstes auf einmal, ja, diesen komischen, hast du als erstes dann Viper, dann auf einmal Mummy Queen. Das Gamble. Also, wir wollen Kerstorf, wir haben Kerstorf gefunden. Oh Gott. Ja, das heißt, dass... Oh Gott. Es ist, ich meine, er muss ihn jetzt als Will machen, ist nicht super schlimm, aber das ist wirklich echt total geil jetzt gerade für sie, weil das Spiel ist dann jetzt für ihn erledigt. Ja. Dann musst du den nicht im Original, also Vanilla, auch als Will machen? Nee, da ist direkt davor ist so ein Dark Space, so dass du dich zu Freedom verwandeln kannst. Oh. Aber das ist nicht so schlimm, das schafft er schon. Also das, ne, er hat auch noch super viele Herbs. Ja, er hat jetzt auch mal Herbs genommen, glaube ich. Ja. Und das beantwortet vielleicht auch unsere Frage, warum er nicht zur Great Wall gegangen ist. Obwohl es kann immer noch sein, dass er es vergessen hat. Aber was ich damit sagen will, nicht zur Great Wall zu gehen, hat sich in dem Fall gelohnt. Aus Absicht war oder aus Versehen, weil er Great Wall vergessen hat. Ich muss ihn fragen, ob es Absicht war, dass er den Boss Shuttle gemacht hat und Great Wall nie beendet hat. Ja. Auf jeden Fall hat er jetzt die drei... Es könnte ja auch sein, dass er sich gedacht hat, naja, Boss Shuffle ist vielleicht einfacher als Great Wall. Ja. Oder geht schneller. Ja. Dass es in die Richtung geht. Mal gucken, was er sagt. Wenn sie Will-Only Hero... Ich finde Will-Only Kerstorf gar nicht so schlimm eigentlich, aber na gut. Oh, eine mystische Statue. Ja, ne, natürlich. Das, so, ist ja, ja, das ist ja die, die wir suchen. Ja, okay. Ich dachte, Ja, cool. Das heißt, jetzt wird Folgendes passieren. Er verlässt jetzt gleich das Schiff, geht zu einem Dark Space und sobald man die drei benötigten Statuen hat oder generell alle benötigten Statuen, kann man in einem Dark Space Gaia ansprechen und sagen, hey, ich habe Lust, den Boss zu besiegen. Und dann sagt Gaia... You go, girl. Ja. Los geht's. You go, girl. Und dann machst du den Platz und dann bist du fertig. Genau. Wie lange dauert es jetzt noch ungefähr idealerweise? 5-6 Minuten allerhöchstens. Ach, das ist ja vielleicht sogar schneller. Es ist ja nicht wieder, mal... Wie lange glaubst du, braucht Walden noch? Naja. Also, ich glaube, wie viel hängt Boss da Rush jetzt zurück? Das ist... Es fehlt Boss Rush, es fehlt Viper, also... Also, er ist 2 Statuen zurück. 15 Minuten, 20 Minuten vielleicht. Ja, also er hat halt am Anfang eine ganze Menge Zeit in Great Wall verloren. Ja. Dann hat er wirklich, wirklich viel Zeit in der Pyramide verloren. Hat dann ein bisschen Zeit gut gemacht mit seinem Move, dass er zuerst nach Mew gegangen ist und da, ich weiß gar nicht mehr, was er gefunden hat, aber es war ganz clever. Dann ist sie nochmal gestorben. Er hat halt bei Killer 6 halt 15 Minuten gebraucht. Ja. Und das ist wahrscheinlich die Zeit, die fehlt. Und ja. Zeus beim einem Boss. Ja, das ist jetzt Gaia, Dark Gaia. Das ist nicht Apogaia. Noch nicht, ist sondern der Meteor, oder? Genau, das ist jetzt noch. Ja, der ganze Kampf zählt halt, also für mich persönlich zählt der ganze Kampf als Gaia-Kampf, aber du hast recht, es ist noch der. Ja, also ist ja noch der Chaos-Komet und ja. Dark Gaia ist erst die zweite Phase. Ja. Ja. Ich denke mal, dass der jetzt das ohne Probleme runterspielen wird, weil es ist kein besonders schwerer Boss für einen erfahrenen Spieler. Ja. Die meine, erste Phase auch, ist sowieso Quatsch. Ja, ich meine, er hat auch... Aber krass ist, er ist schneller als... nun gut, beim anderen Mal musste er halt alle 6 Statuen finden. Aber er hatte, glaube ich, etwas über 2 Stunden gebraucht. Als er es beim Marathon gezeigt hat. Aber er musste halt nur... Er hat halt alle Items
gefunden am Ende und muss halt nicht, muss halt alle Statuen machen und alle Bosse. Ja, also ich muss mal sagen, für einen 3-Statue-Seed war das ein wirklich, wirklich guter Seed. Man wünscht sich ja eigentlich, dass wenn man sagt, okay, wir nehmen 3 Statues, dass man auch halt in Anführungszeichen nur das halbe Spiel macht und nicht das Ganze. Mhm. Wenn du nämlich 4 oder 5 Statues spielst, kann es teilweise passieren, dass durch ein bisschen Random Logic hast du auf einmal trotzdem 100% Seed und musst alles machen. Ne? Deswegen spielt man ja dann eigentlich auch irgendwie 4 oder 5 Statuen, weil man das nicht will. Deswegen ist das dann ärgerlich. Und deswegen ist dieser 3-Statue-Seed und so wie er jetzt lief, total gut. Man mal ja, ehrlich sagen, ich glaube, Wilden wird ihn nicht so toll finden. ja, das Killer Six Ding, das war schon hart, aber auf der anderen Seite, sie haben Chaos Logic und sie haben halt hohe Schwierigkeiten. Das ist halt, haben sie sich so ausgesucht. Ja, aber ich glaube, wenn man jetzt hier, ich glaube, Zeus wird man fragen, ja, der findet ihn. Ist er gerade gestorben? Ah, das ist doch ein Troll. Es ist nicht sein Ernst. Und ich sage noch, dass der Kampf einfach ist für einen erfahrenen Spieler. Vielleicht hat er gemerkt, Wilden ist nicht so weit, wenn die Boss normal zeigen. Echt? Die haben nicht genug Dark Gaia gesehen. Ich wünsche mir einfach, dass er jetzt gerade denkt, dass Wilden auch bei Dark Gaia ist und dass er jetzt gerade total Angst kriegt für diesen Greedy. Und dann am Ende sagen wir ihm, nee, der hat gerade mal seine 20. Statue. Ja. Und dann so, der hängt noch irgendwie 20 Minuten hinter dir und dann denkt er sich so. Ja, cool. Also, nee, aber können wir ihn ja mal reinholen, können ihm die Fragen stellen, während Wilden halt noch fertig spielt. Ja. Weil er ist ja immerhin noch unterm Estimate, also wir brauchen jetzt hier kein Mercy Kill zu machen. Nein. Also. Das sieht ja gut aus. Also ich schätze mal, Wilden wird es auch unter den 2,5 Stunden schaffen. Ich schätze mal, er wird so vielleicht, wenn es schlecht läuft, auf 2 Stunden kommen. Mal gucken. Also vielleicht, ich meine, er hat ab jetzt auch mehr HP und so, also ab jetzt fließt das alles. Mhm. Weil du meintest, er ist ungefähr 15 Minuten dahinter. Mhm. Ja, das stimmt, er kann schon stimmen, ja. Ja, das war halt ungefähr, ich meine, so gut geschätzt, knapp 2 Stunden, sind ja knapp 20 Minuten. Außer natürlich eher, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass, also die ganze Zeit haben wir ja bei Zeus gesagt, er spielt das super geil und jetzt wird er ständig getroffen. Es kann echt sein, dass er jetzt gerade wirklich denkt, Wilden ist ihm total auf den Fersen und jetzt fängt er an zu choken, ja. Wenn der wüsste, wo Wilden ist, dann würde der jetzt hier total entspannt rumsitzen und ein Herb nach dem anderen snipen. Ja. Ey, ich wette mit ihm, wenn er dann reinkommt und den Stream anmacht, denkt er sich so. Oder ich hoffe, er macht den Stream nicht an und wir sagen ihm einfach, ja, schade, GG, aber gut gespielt, ne? Ja, Wilden war 5 Minuten vor dir fertig. Wilden war einfach schneller, der hat einfach besser. Ja, war 5 Minuten vor dir fertig, ihr wart gleichzeitig im Gaia-Fight. Ja. Dann macht dann den Stream an, ihr Penner! Also, das war's. Besiegt, ja. GG. Ja, 1:39:28. Wirklich stark gespielt. Ja. Richtig geil. So, warte, jetzt, wir sehen ja, wann er seine Lautsprecher und sein Teamspeak und so wieder anmacht. Wir gucken mal ins Teamspeak und dann sagen wir sofort, ja, GG toll gemacht, aber schade, dass es nicht für. Jetzt. Ja, jetzt hat er. GG, schade, dass es nicht für einen Sieg gereicht hat. Ja, ja, sehr schade, aber naja, ja. Man gibt sein Bestes. Ja, knappes Ding, ne? Ja, ziemlich knapp. Also, hast du den Stream schon offen, ja? Hast schon geguckt, ob du gewonnen hast? Wir haben auf Racetime GG den Timer synchronisiert, deswegen, als ich gesplittet habe, habe ich gesehen, dass ich gewonnen habe. Ey, du sagst. Mist, wir wollten dich trollen. Ja. Das, da musst du ein bisschen früher aufstehen, Turbo. Warum warst du nicht. Wo war das Great Wall? Ja, warum hast du Great Wall nicht gemacht, den Boss? Dadurch, dass der Spirit in Babel uns zur Great Wall teleportiert hat, der Spirit teleportiert einen immer dahin, wo Mummy Queen 2.0 ist. Was? Ja. Oh. Deswegen wusste ich, dass Mummy Queen 2.0 da am Ende ist. Am Anfang hatte ich zu wenig Stats und dann wusste ich, dass ich den Boss nicht brauche. Hört euch also hab ich mir den Check gespart. Ich wäre zurückgekommen, wäre Statue 6 gebraucht gewesen, aber mit 8 HP und 0 Defense, Mummy Queen 2.0. Außerdem hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch keine Aura. Das heißt, ich hätte dann auch nicht in den Boden absinken können, um den Spirits auszuweichen. Das war einfach zu Hail Mary.
Ja, aber selbst Dark. Danach, als du alles hattest, haben wir uns gefragt, warum geht er nicht dahin? Nee, aber ich wusste, das wussten wir von Anfang an, weil der Spirit bringt einen immer zur Mummy Queen 2.0. Wusste ich tatsächlich nicht, das war mir nö, das ist eine Boss-Shuffle-spezielle Sache, ne? Dementsprechend. Ja. Das muss man auch nicht unbedingt, aber wir beide wussten es, deswegen. Ja. Also gibt's bestimmte Sachen, selbst im Boss-Shuffle, woran ihr erkennen könnt, welcher Boss in welchem Dungeon ist? Also dieser Boss, ja. Es geht nur mit diesem Boss. Nur mit dem? Also ja, nur mit dem. Und es ist auch wir hatten jetzt natürlich das Glück, dass wir die Startposition oben in Babel hatten und deswegen der Spirit gleich da war. Den Spirit... normalerweise ist man so früh an dem Spirit ja nicht, ne? Ja. Dementsprechend, das war jetzt in diesem Seed war es jetzt praktisch, aber normalerweise kannst du dich auf diesen Check auch nicht verlassen, weil normalerweise musst du ja den Boss Rush spielen, um bis zu diesem Spirit hochzukommen. Ja, und Pog, es gibt hier kein sozusagen Schedule, weil das Ganze ist teilweise noch in Planung. Ja, also es gibt ein paar Runs, die schon stehen, aber es gibt halt noch einige, die eventuell noch reingeschoben werden. Deswegen, wir haben kein finales Schedule. Ja, aber jetzt mal hier Interview-Time, ne? Ja. Also Sie, was war denn bei dir los? Halleluja, auf wie viel Adrenalin warst du denn unterwegs? Das war ja teilweise perfektes Gameplay, also... Ich war bin noch den letzten Boss. Ich bin hab gedacht, bleibt mal gleich in der Great Wall. Great Wall ist eigentlich mein schönes Dungeon. Und dann bin ich gleich zweimal doof gestorben. Ja, okay, aber dann. Gleich zum Start. Und dadurch hatte ich die ganze Zeit Scheiße. Ich lieg dahinter. Vor allem, als ich dann gesehen habe, Water Mia hatte den Spin Dash. Ja. Weil ich kenne ja Wildin. Wildin geht zuerst die Städte checken. Hat und dann wusste ich, verdammt, der ist dann garantiert in der Great Wall schneller als ich, weil er die Räume skippen kann mit Spin Dash. Ja, hat er gemacht. Ja, hat und der Spin Dash vor dir gehabt. Dementsprechend war ich eigentlich von Anfang an ziemlich unter Spannung, weil ich dachte, verdammt, ich muss diese Zeit von der Great Wall wieder rausholen, weil ich so doof kurz vom Darkspace gestorben bin. Ja. Ich war schon ein bisschen unter Spannung. Ja, Dragon, ich habe mitgelesen. Keine Fliegen, ne? Der Boss wollte mich nicht zum Fliegen schicken. Aber starkes Gameplay von dir, muss ich sagen. Also man hat die ganze Zeit gemerkt, da war schon, das hat alles ordentlich funktioniert. Teilweise auch so, du hast coole zwischendurch Mini-Glitches, sag ich mal, benutzt, als du da auch mit dem Pause-Buffering, der da in Mew durch den Dicken durchgeglitscht hast. Ich hab zu Wildin gesagt, ich verwirre jetzt mal Turbo. Ich mach mal, die Strat kostet eigentlich Zeit. Also normalerweise nimmt man durch den einfach eine Jump-Attack rückwärts und ist durch den durch. Ja, ja, das kostet eigentlich Zeit, aber es sieht einfach stylisch aus. Deswegen dachte ich verwirre jetzt mal Turbo. Aber du hast es danach auch mit Freedom gemacht und da bringt es ja tatsächlich auch was. Ja, du kannst dich ja mit Freedom nicht durchjumpen. Da bringt es dann tatsächlich was, aber ja. Und auch dein First Attempt Ramp Glitch war auch schön. Hat uns gefallen. Meine andere Sache, hast du eigentlich gewusst, dass Wilden die 15 Minuten bei Killer Sick hangen? Wir haben uns ein bisschen unterhalten und er hat mich dann. Wir hatten ja beide den Hint, dass Killer Six Lola's Letter hatte. Deswegen wussten wir, dass es required ist. Also habe ich dann ihm den Valhalla-Schrei gemacht. Ne? Ich weiß nicht, Solar Cell schreit immer Valhalla, wenn er zu den Killer Six geht. Ja. Und ich habe es ja zum Glück First Strike geschafft, dank Early Firebirds, weil das Timing war. Das Timing habe ich versaut, aber Early Firebirds haben mich gerettet. Das war aber auch wirklich, also ohne Early Firebird wäre das ein richtig harter Seed gewesen. Ja, ich sage mal, ich hatte Glück, ich habe ja fast alle Herbs noch gehabt. Ich habe, glaube ich, 6 Herbs gehabt, deswegen konnte ich futtern. Wildin hat mir dann erzählt, er hat dann auch Valhalla geschrieben und gesagt, scheiße, er ist gestorben, weil er keine Herbs mehr hatte. Das war dann, daher wusste ich dann, dass er da ein bisschen gehangen ist. Aber ja, ich sag mal, so ein bisschen gehangen war, ist eigentlich eine Untertreibung, er hing 15 Minuten. Ja. Du, Killer 6 ist der schwerste Check im Game und dann mit 10 HP ohne Defense Upgrade, gut Killer 6, Firebirds, aber... Einige haben gesagt, so 15 Minuten Killer 6 ist normal, du gehst da einfach durch, so nach dem Motto. Ja, also ich sag jetzt mal, das war wahrscheinlich der Seed, ich glaube, wir haben uns mit dem Boss-Shuffle selber ins Bein geschossen, denn normalerweise, wenn wir so früh an den Boss 4 gekommen wären, wenn das Vanilla Sandfänger gewesen wäre. Wir hätten den beide gekillt, ohne Frage. Ja. Egal, ob wir gewollt hätten oder ob wir wussten, dass wir ihn brauchen oder nicht, wir hätten ihn
garantiert mitgenommen, weil Early Stat-Upgrades, und dann wäre auch Crest ein bisschen leichter gewesen. Auf jeden Fall. Dann wäre auch Wu ein bisschen leichter gewesen und dann hätte man auch ein paar HP mehr gehabt bei den Killer Six. Ne? Und so war man halt bei Killer Six ein... Ja, das also wirklich, das war... Ich lese gerade von Dragon hier, sie, welcher Boss schaffen? War doch fast alles. Ja, so Vampires Vanilla und Viper Vanilla, das war dann schon ein bisschen... Nur vor allem, ich habe danach nochmal in den Seed reingeguckt, ich so, hä, haben die vergessen, das anzuklicken? Ist doch jetzt Quatsch, das muss doch, hä? Ja, ja, nee. Also ich nehme an, der Seed hat, die Logik hatte gedacht, okay, die haben so früh Chance, einen Boss zu killen, die werden alle den Boss gekillt haben. Und dann hätte man ja auch, sagen wir mal, nicht 10, sondern vielleicht 16 HP gehabt und vielleicht noch eine Defense dazu. Dann wäre das nochmal ein aber dadurch, dass wir das nicht hatten, hatte ich eben das Glück, dass ich einmal mehr Herbs übrig hatte. Das heißt, ich konnte ein bisschen aggressiver reingehen, weil ich wusste, okay, wenn ich einmal getroffen werde, futter ich direkt einen Herb und Rüstung Neues aus. Ja, also Wilden hat auch jetzt nochmal einiges aufgeholt. Ne? Als du angefangen hast, ja. Dark Gaia zu machen, habe ich gesagt, okay, das klappt jetzt alles, das ist ein easy Ding, der wird den jetzt einfach besiegen und dann ist es vorbei und dann braucht Wilden ungefähr 15 Minuten länger. Ja. Und, aber dann bist du ja gestorben. Und dann ich wollte unbedingt den Tree Cycle. Es wurde tatsächlich im Chat vermutet, dass du so greedy warst, dass du den Ja. Nee, ich habe dann auch, Wilden hat dann auch nochmal, er wusste dann auch, dass er hinterher ist, dann haben wir ein bisschen uns mehr unterhalten, also ja. Dementsprechend. Okay. Er hat dich also abgelenkt. Ja. Nee, er hat mich nicht abgelenkt, aber ich wusste, dass ich vorne bin und ich wusste, dass ich mir den einen Tod leisten kann, deswegen, ich habe dann nicht mehr so, aggressiv gemacht, ja. Sag ich jetzt mal. Ich habe dann gedacht, ach komm, den einen Tod. Das deswegen ist Wilden jetzt auch einfach straight zum Ziel gerannt. Also er hat genau. Jetzt auch einfach alles... Nee, hat er aber gemeint, er hat alle, das war aber, hat er auch richtig gesagt, das habe ich mir ja auch gedacht, alle anderen Boss-Checks, die man hätte machen können, wären noch mindestens 3 Items entfernt gewesen. Ja. Ich hätte 2 Red Jewels gebraucht noch für Jewelers Mansion für einen nächsten Boss-Check. Ja. Da ist Time by Wilden. Ungefähr 9 Minuten hinter dir. Boah, das ist so. Ich sage mal, das ist ein ungünstiger Tod oder ein falscher Check, ne? Also das ist nicht so weit auseinander tatsächlich, ne? Ja, aber ich glaube, das lange war halt dadurch, dass er bei Killer 6 so lange gebraucht hat. Ja. Das hat ihm halt einiges an Zeit gekostet. Ich sage mal, wenn ich normal gerannt wäre, wäre ich 2 Minuten, 2,5 Minuten, weil ich dann den Boss, den natürlichen Herb gefuttert hätte, der schon beim ersten Mal, ne? Ja. Also das hätte man vielleicht und wenn du dann die Zeit rausrechnest, das sind genau die Tote bei Killer 6, ne? Dementsprechend. Ja. Das ist ja ungefähr das, was wir gedacht haben. Ja, aber der Seed war sehr gemein, ne? Früh Mu. Ich fand den cool. Früh Cress. Ja, zum Anschauen war der sicher schön, ja. Aber Crest mit 8 HP und viel Spin to the Wind, ne? Ich habe auch die ganze Zeit gesagt, ich hoffe, die finden jetzt einfach in Crest nicht Darkfryer, ich hoffe, die finden nicht den Slider, weil dann haben wir was zu gucken und es ist einfach genauso gekommen, es war großartig. Ja. Na gut, wir haben, ich habe den Diamond Block ja gehabt, ich habe überlegt, gehst du nach Inka, ja. Machst noch Sea Ladder, aber es war einfach, ich hätte 2 Red Jewels gebraucht für Menschen, ich hätte noch 3 Items gebraucht für den Inka-Boss-Check, ich hätte noch 3 Hieroglyphen gebraucht, also ich hätte wahrscheinlich nicht mal in Inka einen weiteren Boss-Check, ich hätte wahrscheinlich noch durch Angkor Wat durchrennen müssen und dann habe ich mir auch gedacht, okay, weißt du was, du hast jetzt, ich habe den Boss Rush einmal probiert, habe dann gemerkt, das klappt mit den Stats noch nicht. Und dann hatte ich plötzlich mehr Stats und dann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du doch den Boss Rush. Das ist jetzt einfach schneller, den Boss Rush zu spielen, als durch Mu durchzurennen. Und dann hat der Spirit bloß nur Red Jewels für dich, ne? Ich hätte es eigentlich ganz cool gefunden, wäre Kerstorf Jewelers Mansion gewesen. Das wäre nochmal spannend. Das wäre mein nächster Check gewesen. Wenn ich Boss Rush nicht gemacht hätte, wäre ich auf jeden Fall da als nächstes hin, aber das hat sich ja dann doch so ergeben, dass wir da relativ gut durch... Also war anspruchsvolles Start auf jeden Fall und gegen Ende, sag ich mal, wenn ich so auf den Tracker gucke, Wilden hat wesentlich weniger Red Jewels als ich, dementsprechend ich werde ein paar extra Checks gemacht haben, die er sich gespart hat. Wahrscheinlich kommt er nicht eins. Auch, ne? Er hat einen Hieroglyphen weniger als du und er hat den einen Pot nicht benutzt. Ja, gut, aber das ist ja, also das macht die Kohle nicht fett, ne?
Ne? Das ist nur ein Reise-Item. Dementsprechend, also da ist nichts passiert. Ich nehme an, er hat Kontinent 1 nicht gemacht und ist direkt auf Kontinent 2 und als er dann und hat dann seinen Crystal Ball gefunden. Und dementsprechend, das wird wahrscheinlich das sein, was ihm fehlt. Er hat auch wirklich nur schnell den Lehrer gecheckt und das war's. Ja. Weiß nicht, zu dem Zeitpunkt habe ich noch Slider gesucht, deswegen waren mir der Dip in Edward's Castle für den Darkspace Check was mir wert, ne? Ja. Gerade in Chaos Logic, aber ja, ich sag jetzt mal insgesamt. Hat es uns schon einiges abverlangt. Deswegen meine ich auch zwischendurch, dass das wirklich, also wenn man auch betrachtet, wie viele zusätzliche Checks du im Vergleich zu Wild dann gemacht hast, dann sieht das jetzt so aus, so in 9 Minuten, als ob das gar nicht so ein großer Win ist. Aber es waren so, du hast so viel mehr auch noch gemacht, dass das tatsächlich nicht zu unterschätzen ist, was da noch alles gelaufen ist. Also ich war zwischendurch echt, wow, ey, wer feuert hier durch, der Junge? Aber war schön, war was fürs Auge. Ich sag mal, die schweren Checks waren alle am Anfang. Das heißt, nachdem ich die Killer 6 tot hatte, war ja dann Kontinent 2, habe ich komplett ausgeklärt. Das ist dann natürlich, wenn du Low Stats Pyramide gemacht hast, dann dann düst du durch Kontinent 2 einfach nur durch, ne? Weil dann sind die Finger warm und dann flutscht es auch. So, und ich habe gehört, du machst jetzt noch schnell ein Extreme Difficulty Red Jewel Madness für uns, weil wir noch eine Dreiviertelstunde Zeit haben. Red Jewel Hunt, Red Jewel Madness würde in einer Dreiviertelstunde passen. Also das können wir schon machen, wenn ihr das unbedingt sehen wollt, aber... Na, das sieht so aus. Sif ist schon reingekommen. Ich glaube, Sif hat andere Pläne heute. Ja, es tut mir leid, ich habe noch ein paar andere Dinge zu erledigen. Ja, dann... War auf jeden Fall spannend. Ja. Gratuliere Slots für den Win. Dankeschön. Kurz wieder nachgucken, Himmel. Dragon, Ruhe hier, ganz ruhig. Ich habe den Tree Cycle geschafft, also. Alles gut. Dann dank dir, Slots. Jo, alles gut. Auch wenn Wilden das jetzt nicht hört, danke ihm. Und natürlich auch einen Dank an unsere Kommentatoren, an den großartigen Turbo 16-Bit, nur echt mit dem Unterstrich. Oder Turbo 8-Bit haben ihn ja manche im Chat genannt. Das ist ein O, kein Null-Ziff. Sorry, Dragon Tear. Alles gut, alles schick. So. Jetzt haut's hin. Und dann natürlich auch noch ein Shoutout an Seed System fürs Nebenkommi. Ja, hat wieder Spaß gemacht. Ja, mir hat's auch Spaß gemacht. War toll. Machen wir mal wieder, ne? Ja. Ich mal wieder. So nach dem Motto. Ich bin dabei, also ich könnte das Game jeden Tag zocken, ne? Ja. Könnte, als ob es nicht passiert. Haben wir nicht mitgemacht, dass das einzige Game, was du runnst oder spielen kannst? Ja. Ja, und wir haben uns darüber unterhalten, dass die ganze Energie der letzten 4 Tage nicht spielen jetzt in diesen einen Run gechannelt wurde. Ja, genau. Ja, dass du hast 4 Tage nicht gespielt, dass du jetzt all dieses Luck. Ja, dieses Runner-Luck hast du jetzt hier in diesem einen Run verbraucht. Also wenn das Runner-Luck war, dann, ich hab Skill gesagt. Also im mittleren, späteren Teil, wo ja eigentlich jeder Skip, jeder Drift eigentlich funktioniert hat, fast beim ersten Try. Ich war am Anfang ja nicht, aber später hat halt richtig geklappt. Da bist du ja, da irgendwann hat es halt so nach dem Motto Klick gemacht, da hast du einfach jeden Skip gemacht, den es ging, so fast First Try, also... Ja. Ich sag, diese 2 Tode am Anfang, die in der Great Wall, die haben mich ein bisschen. Danach war ich wach, sag ich mal, ne? Ach, du musstest erst 2-mal sterben, um wach zu werden? Naja, die Great Wall ist an sich, was das vom technischen Anspruch angeht, eigentlich eher mittelschwer. Also das ist nicht so. Das ist nicht so, also da muss man nicht 2-mal sterben, sagen wir es mal so. Auch mit Startstands muss man da überhaupt nicht sterben, eigentlich. Oh, Dragon ist gerade böse. Das nagt wieder 5 Wochen, ja.
Kann sein, aber ich sag jetzt mal. Zweimal. Du bist doch zweimal gestorben. Da müssten das dann 10 Wochen sein. Wisst ihr, was mir gerade durch den Kopf schwebt? Ja? Den von Verraden. Also wenn ihr weiter Illusion of Gaia wollt, Solar Cell macht gerade Speedruns, ist allerdings nicht deutsch. Ich denke, da machen wir diesen Fall eine Ausnahme. Du bist aber eine coole Socke. Der ist auch wirklich ganz, ganz toll und der freut sich. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich starte den Raid. Vielen herzlichen Dank an SOTS, Wildling, Turbo 16-Bit und Seed System. Vielen Dank für die Chance, dass wir da sein durften. Danke. Ja, vielen Dank fürs Organisieren hier, Randoktober. Absolut. Geht morgen weiter übrigens. Ja, ich bin dabei. Jetzt bin ich auch wieder zu Hause, jetzt kann ich mir es auch wieder anschauen. Und zwar haben wir morgen von Shubura einen Pokémon Red Blue Glitches Pokémon Randomizer. Da bin ich mal gespannt drauf. 18 Uhr geht's los. Und ja, in dem Sinne, bis morgen, Leute. Ich starte den Raid und danke fürs Zuschauen und danke fürs dabei sein. Bye, bye. Tschüss. Ciao, ciao. Und get ready to raid. Bye.